Willkommen zur Lage der Nationen, Ausgabe Nummer 252 vom 20. August 2021. Und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Ulf Burmeier, das bin ich, und Philipp Hanse. Ganz herzlich willkommen aus unserem Lagestudio hier. Wir haben wie immer eine kurze Hausmitteilung, diesmal nur, weil wir ein volles Pad haben und gleich loslegen wollen. An dieser Stelle deswegen nur der Hinweis, wisst ihr schon, aber trotzdem, es kommen ja immer noch ein paar neue dazu. Ihr könnt eine werbefreie Version der Lage euch abonnieren unter plus.lagedernation.org. Und wenn ihr dort einmal ein Abo abgeschlossen habt, dann bekommt ihr auch eine Kurzfassung der Lage noch dazu. Genau, es gibt die Lage der Nation auch in einer Kompaktfassung, erscheint immer so ein paar Stunden nach der normalen Fassung. Da ist unser Inhalt eingedampft auf so eine knappe Stunde. Das heißt also, wenn ihr ein bisschen zeitlich knapp dran seid, ist das ein schöner Service. Und bei der Gelegenheit vielen, vielen Dank für die vielen Empfehlungen. Wir haben den Eindruck, ihr habt richtig fleißig Werbung gemacht für die Lage der Nation, denn wir stehen in den Charts, in Podcast-Charts nach wie vor sehr, sehr gut da. Das freut uns sehr. Nur sagt immer dazu, Lage der Nation tatsächlich. Es gibt nämlich jetzt auch noch einen anderen Podcast, der sich Lage nennt. Interessante Geschichte. Auf jeden Fall, wenn ihr also für uns Werbung macht, dann sagt bitte Lage der Nation, damit die lieben Menschen auch die richtige Podcast-Ausgabe finden. Und damit kommen wir zum ersten Thema, und das ist in dieser Woche natürlich das Chaos in Afghanistan und die Horrorszenen am Flughafen in Kabul und die ganzen politischen Ereignisse, die sich da drum herum ranken. Wir hatten das Thema ja schon in der Lage 250 behandelt in einem Interview mit Markus Keim, einem Forscher von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und aus dem Interview, Ulf, habe ich schon so ein bisschen mitgenommen, Halleluja. Die Taliban stürmen schneller nach vorne, als das alle gedacht haben. Ja, ganz genau. Und jetzt muss man sagen, haben sich die Ereignisse wirklich überschlagen in den letzten Tagen. Die Truppen der Vereinigten Staaten, ihrer Verbündeten und darunter auch Deutschland sind noch nicht ganz aus dem Land. Da herrschen in Afghanistan wieder dieselben Islamisten wie vor dem Einmarsch, wobei man sagen muss, ganz sind die Truppen ja noch gar nicht raus. So rund um den Flughafen sind noch ein paar amerikanische und auch deutsche Soldaten zu finden, versuchen da zu retten, was zu retten ist. Aber im Großen und Ganzen ist das Land komplett in die Hände der Taliban gefahren. Es gibt nur noch so ein Tal am Ende der Welt quasi, wo die Mujahideen tatsächlich noch die Macht halten, die jetzt auch sagen, sie wollen es mit den Taliban aufnehmen. Mal schauen, was daraus wird. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, die Taliban haben die Macht in Afghanistan übernommen, und insbesondere der demokratisch gewählte Präsident Ashraf Ghani hat sich ins Ausland abgesetzt. Und interessanterweise, Philipp, haben die Taliban Kabul und auch die meisten anderen Provinzstädte kampflos eingenommen. Da fragt sich natürlich, was macht denn eigentlich die afghanische Armee? Die hat sich davon gemacht. Die haben sich mehr oder weniger aufgelöst und sind auch zum Teil übergelaufen. Die waren ja mit vielen, vielen Milliarden von Dollar über Jahre von Deutschland, auch von der Bundeswehr auch trainiert worden, waren bewaffnet worden, und die hat sich nun komplett zerlegt. Die Taliban sind da wohl reingeritten und haben gesagt, guck mal hier, eure lieben Verbündeten, die machen sich gerade alles im Staub. Ihr werdet hier in 2 Wochen alleine im Bergtal stehen. Ihr habt die Wahl. Entweder ihr kommt mit uns oder ihr seid gegen uns, und dann gnade euch Gott. Und das hat wohl funktioniert. Da hat es wohl auch Absprachen gegeben der Taliban mit einzelnen lokalen Fürsten. Also die Armee gibt's mehr oder weniger nicht, und nach 20 Jahren Aufbautraining, vielen Zehntausenden Toten und Milliarden von Dollar und Euro und viel, viel Diplomatie ist jetzt also ein super hastiger Rückzug der NATO, der USA und auch der Bundeswehr zu beobachten. Und erstmal bleibt Chaos. Ja, man muss sagen, Chaos ist die richtige Beschreibung. Das führt dann zu solchen Geschehnissen, wie das die US Air Force zum Beispiel, die Hubschrauber und Kampfflugzeuge der afghanischen Armee in die Luft gesprengt hat. Also genau das Kriegsgerät, das sie für viele Milliarden Dollar, wenn nicht Billionen Dollar den Afghanen geschenkt hatte, genau dieses Kriegsgerät musste man jetzt aus der Luft zerstören, damit es nicht der Taliban-Streitmacht in die Hände fällt. Und das alleine zeigt, denke ich, das Ausmaß des Chaos. Was für eine Pleite, auch die Reaktion in der Politik fallen dementsprechend drastisch aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel lässt sich mit dem Statement vernehmen, dass abgesehen vom Kampf gegen den Terrorismus nicht alles so geglückt und nicht so geschafft worden sei, wie wir uns das vorgenommen haben. Ja, also glaube, viel mehr kann man dazu echt nicht sagen. Aber der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet formuliert, die Lage in Afghanistan sei eine, Zitat, politische und humanitäre Katastrophe. Es sei das, Zitat, größte Debakel, das die NATO
seit ihrer Gründung erlitten habe. Und Horst Seehofer spart auch nicht mit klaren Worten. Gestern habe ich mir angeguckt, seinen Auftritt in der Bundespressekonferenz, sagte er, die westliche Gemeinschaft ist in Afghanistan gescheitert. Und last but not least darf natürlich nicht fehlen der Außenminister von der SPD, Heiko Maas. Es gibt auch nichts zu beschönigen. Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Die Geschwindigkeit, mit der sich die afghanischen Sicherheitskräfte vor den Taliban zurückgezogen haben und kapituliert haben, haben weder wir noch unsere Partner, auch nicht unsere Experten so vorausgesehen. Alle, kann man sagen, haben die Lage mehr oder weniger komplett falsch eingeschätzt. Also das Auswärtige Amt, das Kanzleramt, auch der Bundesnachrichtendienst, das Innenministerium, auch andere Regierungen anderer Staaten sahen da auch nicht viel besser aus. Dabei sahen alle eben schon relativ früh, dass die Taliban Stadt um Stadt, Ort um Ort mehr oder weniger kampflos übernehmen. Aber irgendwie hat man anscheinend daraus nicht den Schluss gezogen, dass das wohl fürs ganze Land gelten werde und dass das insbesondere auch zu einer schnellen Einnahme von Kabul führen könnte. Irgendwie hat man das ist wirklich ein total interessantes Wahrnehmungsproblem. Man hat da so zugeschaut, man sah, was die Taliban in entfernteren Provinzstädten tun, aber man hat daraus schlicht und ergreifend keine Schlüsse gezogen, man hat so ein bisschen das Gefühl, da galt das Prinzip Hoffnung, es wird schon gut gehen. Dazu haben die Taliban vielleicht ein kleines bisschen beigetragen durch ihre, ich sage jetzt mal, aktuelle PR-Strategie. Sie geben sich aktuell nämlich relativ moderat. Sie haben gesagt, sie würden die Rechte der Frauen achten. Das wurde dann immer so als Beleg angeführt. Ja, Taliban geben sich moderat, sie sagen, sie wollen die Rechte der Frauen achten. Zitat, insofern sie sich im Rahmen der Scharia bewegen. Tja. Ja, weiß nicht, ich habe da nach einer Analogie gesucht, aber keine gefunden. Aber also die Scharia ist ja jetzt kein festes Buch, kein einheitliches Regelwerk, sondern das ist eine Sammlung von Anweisungen, von Gebräuchen, die aus allen möglichen Ecken des Islam hergeleitet wurden. Und da ist sehr viel Raum für Auslegung. Auch die Taliban sind keine homogene Truppe, aber dass Frauen diese Freiheiten, die sie zuletzt genossen haben in Afghanistan, die größeren Freiheiten als früher, dass sie die behalten werden. Ich glaube, daran kann man getrost zweifeln. Und diese ersten Nachrichten, die man ja aus Afghanistan auch bekommt, dass Journalisten erschossen werden und Leute auf der Straße verfolgt werden von Taliban, die lassen nichts Gutes an. Nein, zum Beispiel wurde ja auch eine sehr prominente Fernsehansagerin des afghanischen Fernsehens direkt mal daran gehindert, zur Arbeit zu gehen. Man hat ihr gleich gesagt, nö, das war's jetzt hier, du kannst wieder nach Hause gehen. Na, da sieht man schon, also das geht wirklich quasi sofort los. Und man sieht da auch diesen interessanten Effekt des vorauseilenden Gehorsams. Also man kann jetzt zum Beispiel gar nicht direkt nachweisen, dass die Taliban den Fernsehsender gesagt haben, die Frau lasst mal bitte nicht mehr vor die Kamera, sondern die wurde halt nach Hause geschickt, mutmaßlich sogar ohne konkrete Anweisung. Das heißt also, die Leute vertreten jetzt schon Taliban-Positionen, von denen sie glauben, dass sie Meinung der Taliban sind. Jedenfalls eins ist klar, die ersten Opfer dieses planlosen, überstürzten Rückzugs sind offenbar wohl die Ortskräfte und ihre Familien. Philipp, wer sind denn eigentlich diese sogenannten Ortskräfte, von denen jetzt viel die Rede ist? Also, die haben verschiedene Berufe. Das sind Fahrer, Fahrerinnen, Köche, Köchin, Übersetzer, Übersetzerinnen, Kameraleute, Medienleute, also die den Armeen in deren Pressestellen geholfen haben, die Berichte geschrieben haben. Aber das sind Afghanen, ne? Das sind Afghanen, genau. Das sind Afghanen, die auch Filme gedreht haben, die übersetzt haben, die kommuniziert haben, die auch Experten, Expertinnen waren, irgendwie beraten haben, die seit 20 Jahren den Deutschen und den anderen Armeen und Soldaten geholfen, ihnen zugearbeitet haben und ohne die dieser ganze Einsatz wahrscheinlich überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Und die haben halt für diese Länder, für uns, für die Armeen auch ihr Leben riskiert, weil das natürlich immer ein riskanter Job war, sich mit westlichen Staaten und westlichen Armeen einzulassen und von denen Geld zu nehmen. Genau, und da wurde immer gesagt, liebe Leute, macht euch keine Sorgen, also wir sind hier ja sowieso im Land und solange wir hier sind, habt ihr nichts zu befürchten. Und es gab auch immer so ein bisschen das Versprechen, naja, wenn wir nicht mehr da sind, dann sorgen wir für euch. Das weiß ich nicht, ob sie das schriftlich hatten, aber es gibt jedenfalls diese auch von den westlichen Regierungen stets genährte Erwartung, dass man seine lokalen PartnerInnen jetzt nicht einfach hängen lässt. Aber nun erhärtet sich so langsam aber sicher der Vorwurf, dass jedenfalls die Bundesregierung ihre Fürsorgepflicht gegenüber Tausenden von Afghanen und natürlich auch ihren Familien massiv vernachlässigt hat. Ja,
seit 2013 wurden schon Tausende dieser Ortskräfte nach Deutschland geholt, beziehungsweise sie durften auf eigene Kosten in Linienflügen dahin fliegen, das muss man immer noch dazu sagen. Aber immerhin bekamen sie ein Visum. Aber immerhin bekamen sie ein Visum und sind jetzt auch in Deutschland, auch die ersten sind jetzt ja auch in Deutschland angekommen, die jetzt da ausgeflogen wurden. Aber Bundeskanzlerin Merkel und Heiko Maas, Außenminister, sagen aktuell, reden wir hier von plus minus 10.000 Ortskräften und deren Familien, die aus dem Land geholt werden sollen. 1.000 gut sind jetzt raus, also da sind wir immer noch bei 9.000 oder so Leuten, die für die Bundeswehr, für die Bundespolizei vor Ort, für andere zivilgesellschaftliche Gruppen und Organisationen gearbeitet haben, die halt immer noch in Afghanistan sind. Ja, da muss man sich schon sagen, also spätestens seit April ist klar, dass die Vereinigten Staaten das Land verlassen werden. Ja, es gab ja schon einen Deal des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump mit den Taliban, interessanterweise, wo dieser Abzug vereinbart wurde. Und spätestens seit April ist jetzt auch klar, dass die Vereinigten Staaten das Ziel hatten, bis zum 4. Juli, also bis zum Unabhängigkeitstag, tatsächlich das Land verlassen zu haben. Es gab also sowas wie Planungssicherheit für die Bundesregierung, aber eben auch für die Taliban. Auch die Taliban. War es 4. Juli oder war es 9. September? 11. September. Du hast recht, der Plan war, glaube ich, September und sie waren dann aber im Ergebnis bis zum 4. Juli fast raus. Sie hatten eine harte Deadline, zu der sie raus wollten. Genau, so war es. Ne? Und seitdem war auch für die Bundesregierung klar, na, was machen wir denn eigentlich mit den Ortskräften? Wir haben hier ein massives Problem, aber die Bundesregierung hat darauf durchaus nicht mit Pragmatismus reagiert, sondern im Wesentlichen mit Streit zwischen den Ministerien und natürlich auch mit der falschen Lageeinschätzung, wo man eben davon ausging, die Taliban werden das Land schon nicht so schnell einnehmen können. Es werden also wohl hoffentlich noch Monate bleiben. Genau, das ist aber nicht passiert, Philipp. Du hast ausgegraben in diesem bunten Internet eine Mitteilung einer FAZ-Kollegin, die wiederum ein Statement verbreitet hat von einem Herrn Ahmadi. Das ist ein Dolmetscher, der für die deutsche Afghanistan-Truppe KSK gearbeitet hat und über den hatte sie schon vorher mal berichtet. Und dieser Ton von Herrn Ahmadi lautet wie folgt. Wenn die Deutschen uns vor einem Monat oder zumindest vor 2 Wochen gesagt hätten, dass wir euch nicht mitnehmen, dass wir euch nicht helfen, dann hätten wir zumindest nach Pakistan fliehen können. Aber jetzt sitzen wir hier und wir sind einfach festgenagelt. So, da stellt sich natürlich die Frage, das habe ich gestern bei der Bundespressekonferenz von Innenminister Seehofer eigentlich das erste Mal so ein bisschen genauer verstanden. Wie ist eigentlich das Verfahren, um diese Ortskräfte zurückzuholen? Oder rauszuholen, zurück, die kommen ja nicht aus Deutschland. Genau, und da muss man einfach sagen, grob ist das Verfahren so, die Ortskräfte müssen sich bei den bundesdeutschen Stellen in Afghanistan melden. Sie müssen sagen, ich bin gefährdet, zum Teil das auch nachweisen. Dann gibt es eine Sicherheitsprüfung, also kurzer Check in deutschen Computern, liegt gegen diese Person irgendwas vor, ist sie eine Gefahr? In der Regel nein. Und dann gibt es ein Visum. Das ist so ganz grob das Verfahren. Das Ding ist nur, dass jedes Ministerium für seine eigenen Ortskräfte zuständig ist. Also das Verteidigungsministerium ist halt für die Ortskräfte der Bundeswehr dort in Afghanistan zuständig. Bundesinnenminister Seehofer ist zuständig für die Ortskräfte der Bundespolizei, die auch in Afghanistan zugegen ist. Für diese ganzen Ortskräfte, für den zivilen Aufbau, für andere Organisationen ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit zuständig, geführt von Herrn Müller. Und damit die Rettung jetzt also klappt und in die Wege geleitet werden kann, muss klargestellt sein, diese Ortskraft ist gefährdet. Und da hat in den letzten Monaten zum Beispiel ein Streitpunkt begonnen, nämlich bei der Frage, wann ist denn nun eine Ortskraft gefährdet? Und das Bundesverteidigungsministerium hat zum Beispiel schon recht früh, glaube ich, im Mai oder so gesagt, alle, die für uns gearbeitet haben, die sind einfach per se gefährdet. Da prüfen wir nicht einzeln. Bundesinnenminister Seehofer mit dem Bundesinnenministerium, Bundespolizei hat gesagt, nö, wir bestehen auf eine Einzelfallprüfung. Jeder Einzelne soll nachweisen müssen, dass er oder sie gefährdet ist. Und das dauert dann entsprechend. Ja, ne? Und ist aber, wie willst du das auch genau nachweisen? Also weitere Streitpunkte, zum Beispiel das BMZ hatte auch so ein bisschen, also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hatte so ein bisschen taktische Bedenken. Die meinten nämlich, dass ein allzu schneller Ausflug dieser Ortskräfte das falsche Signal setzen würde. Frei nach dem Motto, wenn wir die Leute rausfliegen, dann gehen wir ja wohl offenbar davon aus, dass die demokratische Regierung Afghanistans die Sicherheitslage nicht im Griff haben wird. Und das könne dann wiederum Afghanistan destabilisieren und die Aufbauprojekte gefährden. Deswegen fanden die es auch besser, wenn die Leute eben möglichst nicht ausgeflogen werden. Außerdem galt lange, dass die Ortskräfte ihre Reise selber bezahlen müssen. Muss man sich mal vorstellen. Ne? Das ist also ein Entwicklungsland, wo die Leute, ich weiß nicht, ein paar Dollar am Tag verdienen. Und die sollten dann ihre Flugtickets von Kabul nach Frankfurt am Main zum Beispiel teuer selber bezahlen.
bezahlen. Und außerdem braucht man für so einen Linienflug natürlich zwingend ein Visum. Für ein Visum braucht man aber einen Reisepass. Und weder ein Reisepass noch ein Visum haben die allermeisten Ortskräfte. Das heißt also, mit diesen bürokratischen Hürden hat insbesondere das BMI über Monate verhindert, dass in nennenswerter Zahl überhaupt Ortskräfte ausreisen konnten. Deswegen hatte das Bundesministerium der Verteidigung zwischenzeitlich ein Einsehen. Genau, die wollten und hatten geplant, Charterflüge zu schicken. Genau, zwei Charterflüge wollten sie schon im Juni schicken, um einige Ortskräfte zumindest da rauszuholen. Ich glaube, die Flieger waren sogar schon gebucht, ne? Kann sein. Ja, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Flieger waren schon gebucht, wurden dann aber gecancelt, wodurch allein 80.000 Euro Stornokosten entstanden sein sollten. So die Süddeutsche Zeitung. Für Charterflüge braucht man nämlich nicht unbedingt ein Visum. Das wurde dann abgesagt. Warum wurden die Flieger abgesagt? Das Bundesverteidigungsministerium sagt, es hätte bei der Visaerteilung Probleme geben können, falls die Flüge stattgefunden hätten. Jetzt muss man wissen, Visum macht das Außenministerium, die Botschaft, Konsulat vor Ort. Aber für so ein Visum braucht man eben eine Sicherheitsprüfung. Das wiederum macht die Bundespolizei, macht das Innenministerium. Beziehungsweise soll das eigentlich machen, ist aber eben offensichtlich nicht abgeschlossen worden. Nicht bei Kräften in nennenswerter Zahl. Wie auch immer, es hätte wohl nicht gemacht werden können oder sollen. Oder ist nicht gemacht worden, wie auch immer. Deswegen fahren also diese Flüge im Juni nicht statt diese Charterflüge, die schon gebucht waren. Ja, und die entscheidende Frage ist natürlich, meine Güte, wieso macht man denn da jetzt überhaupt so einen bürokratischen Aufwand? Diese Leute sind schließlich in Lebensgefahr, sobald die Taliban das Ruder übernehmen, dann werden die als Kollaborateure, wenn man jetzt mal so in die Zukunft denkt, im Zweifel nicht besonders sanft angefasst. Viele werden schlicht und ergreifend auch ermordet werden, vermutlich. Warum also nicht einfach erstmal nach Deutschland holen und hier ein Visaverfahren durchführen? Das Bundesministerium des Innern sagte gestern, also in Person von Horst Seehofer, wir waren seit Mai bereit, sagt Seehofer, wir waren seit Mai bereit, dieses Verfahren Visa on Arrival einzuführen. Also erstmal Leute her und dann hier am Flughafen Sicherheitscheck und dann Visum erteilen. Er sagte, sind wir bereit, waren wir bereit, sind wir bis heute, wenn es hart auf hart kommt, hat er gesagt. Jetzt ist die Frage, lass mal Horst Seehofer definieren, was heißt hart auf hart. Also mit anderen Worten, ist es wirklich gefährlich genug für diese Menschen in Afghanistan? Nun gut, also Horst Seehofer ist immerhin der Bundesminister, der noch bis in den August nach Afghanistan abschieben wollte, der also offensichtlich der Meinung war, Afghanistan ist safe genug, da können wir die Leute hin abschieben. Mit anderen Worten, es ist, glaube ich, keine Unterstellung zu sagen, dass das Innenministerium jedenfalls bis vor wenigen Tagen noch die Meinung vertreten hat, das können wir nicht nachweisen, aber es ist, glaube ich, keine Unterstellung, dass sie noch die Meinung vertreten haben, nö, also das, da lassen wir mal in aller Seelenruhe die Visamühlen malen. Ein weiterer Fauxpas in dieser ganzen Geschichte im Umgang mit diesen Ortskräften ist, dass die Grünen schon Anfang Juni im Bundestag einen Antrag gestellt hatten, um eben so eine großzügigere Aufnahme der afghanischen Ortskräfte zu ermöglichen. Also einfach, Leute, macht nicht so ein Gewese, bringt die her und gut ist. Ja. Wer hat's abgelehnt? CDU, CSU, SPD und AfD. In trauter Einigkeit. In trauter Einigkeit wollten sie nicht. Und dann gibt es aber ein, das gehört hier auch mit dazu, zur Vollständigkeit bemerkenswertes Eingeständnis des CDU-Abgeordneten Roderich Kiesewetter. Es war ein großer und gravierender Fehler, den Antrag der Grünen, Gedankenstrich, aus Prinzip, Gedankenstrich, abzulehnen, Punkt. Ja, das muss man deutlich sagen, hätte ich nicht erwartet. Immerhin hat er an dieser Stelle mal so deutlich gesagt, dass es ein Fehler war. Und interessant finde ich auch noch dieses Stichwort aus Prinzip, denn es war natürlich ein Oppositionsantrag und dass man Oppositionsanträge aus Prinzip ablehnt, ist zwar Praxis im Deutschen Bundestag, das halten alle Koalitionen so, aber vielleicht ist doch dieses Beispiel mal ein Denkanstoß, ob man das vielleicht nicht im nächsten Deutschen Bundestag etwas anders halten könnte, denn gelegentlich hat ja auch die Opposition eine gute Idee. Vielleicht kann man dann ja wenigstens in den Ausschüssen drüber reden und auch einen solchen Antrag dann gegebenenfalls mit Modifikationen annehmen. Das war übrigens auch eine interessante Frage, die von euch gestellt wurde zu dem Baerbock-Interview. Wir hatten ja auf Twitter gefragt, welche Fragen sollen wir Annalena Baerbock in unserem Interview mit ihr stellen? Und da war das auch eine spannende Frage. Liebe Grüne, wollt ihr das vielleicht ein bisschen anders machen? Geben wir mal so als Denkanstoß und Hausaufgabe mit auf den Weg. Aber gut, jetzt jedenfalls muss man deutlich sagen, ist bislang nicht viel passiert bei den Ortskräften, bis es in Afghanistan zu diesem Kollaps der Regierung kam, sind
kaum Ortskräfte ausgeflogen worden. Jetzt allerdings läuft es an. Ja, also kaum Ortskräfte. Seit 2013 wurden immer mal wieder Ortskräfte ausgeflogen. Ja, aber jetzt nicht in Bezug auf diesen anstehenden Abzug der westlichen Truppen. Gab es eben jetzt nicht etwa so eine Art Exodus, sondern im Gegenteil, es gab die diplomatischen Mühlen und insbesondere das BMI stand mit beiden Füßen auf der Bremse. Es wurde durch diesen Streit zwischen den Ministerien viel, viel, viel Zeit verplempert. Jetzt ist das zumindest allen klar, wie es gemacht werden soll. Jetzt ist eher das Problem, wie machen wir es denn jetzt konkret? Also nicht juristisch, rechtlich, sondern ganz konkret logistisch. Ja, denn man muss sagen, die Bundesregierung hat es geschafft, Bier, Wein und Sekt aus Afghanistan zu bringen und auch einen 27 Tonnen schweren Gedenkstein. Ja, dafür war Platz im Flieger. Dafür war Platz im Flieger. Das ist schon ein bisschen her, aber das haben sie immerhin geschafft zu evakuieren. Aber um ihre Ortskräfte, da haben sie halt monatelang gestritten und deren Leben riskiert. Und die müssen sich jetzt eben irgendwie aus Afghanistan, durch Afghanistan zu diesem Flughafen in Kabul durchschlagen. Ja, müssen dann da in dieser Menschenmasse stehen und werden einzeln, das hat gestern nochmal in einem Pressegespräch der zuständige Brigadegeneral, glaube ich, ist es in Kabul der Bundeswehr geschildert, wie das da vor Ort abläuft. Und es ist halt so, dass die da in dieser Menschenmasse stehen, diese Ortskräfte, und irgendwie sich bemerkbar machen müssen, ausgerufen werden und dann einzeln herausgefischt werden müssen, um dann für den Abtransport nach Deutschland vorbereitet zu werden. Ja, und das von Soldaten, die sie nicht kennen und obwohl diese Ortskräfte eben oftmals nicht mal irgendwie einen Reisepass haben. Also das ist alles eine einzige humanitäre Katastrophe, anders kann man das nicht bezeichnen. Und mich persönlich macht wirklich betroffen, das muss ich an der Stelle so deutlich sagen, dass die bürokratischen Mühlen, ja, dass also das Verfahren eingehalten wird und dass um Gottes Willen niemand ohne Visum nach Deutschland geflogen wird, das war den handelnden Personen, in welchem Ministerium auch immer, wichtiger als das Leben dieser Menschen zu retten, Philipp. Und das kann doch nicht richtig sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass die gesagt haben, die Formalien müssen eingehalten werden und selbst wenn die Leute zu Tode kommen. Ja, das Ding ist ja, also das mit dieser Bürokratie ist ja immer so ein bisschen so eine Grauzone. Einerseits willst du eine funktionierende Bürokratie, ja, dass es Regeln gibt, dass es verlässlich ist, dass es ein Rechtsstaat ist und nicht jeder einfach macht, was er will, dass du keine Willkür hast. Dann gibt es aber immer mal wieder Fälle, wo es halt Grauzonen gibt und wo du halt auch Beamte, Beamtinnen brauchst, die sagen einfach, ich nehme es jetzt mal in die Hand und wir machen das jetzt so. Ja. In diesem Fall wäre es ja aber sogar so gewesen, dass es dieses Verfahren gegeben hätte. Visa on arrival. Da hättest du ja gar nicht nochmal irgendwie groß Paragraphen verbiegen oder interpretieren oder Grauräume nutzen müssen. Philipp, das machen wir doch für Hunderttausende von Menschen. Diese Menschen, die 2015 und in den Folgejahren über die Grenzen gekommen sind, die haben doch alle kein Visum. Wir machen doch mit Hunderttausenden von Refugees, machen wir de facto sowas wie Visa on arrival. Wieso können wir das nicht mit 5 oder 10.000 Ortskräften machen? Das versteht kein Mensch. Das versteht kein Mensch. Natürlich gibt es so als ganz kleinen mildernden Umstand diese, wenn auch absurde Erwartung, es wird schon noch ein paar Monate dauern, wir haben schon noch ein bisschen Zeit. Also dass die jetzt quasi unmittelbar in Lebensgefahr geraten würden, das war den handelnden Personen wahrscheinlich nicht klar. Aber auf der anderen Seite frage ich mich wirklich, warum hat man nicht einfach sicherheitshalber gesagt, wir wollen nicht riskieren, dass das eskaliert, wir wollen nicht riskieren, dass unsere Ortskräfte den Taliban in die Hände fallen, fliegen wir sie doch lieber schnell aus. Das wurde gestern Horst Seehofer auch gefragt und er hat gesagt, es ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit zu überprüfen, dass diese Leute keine Gefahr darstellen, deswegen diese Sicherheitsprüfung. Und wieso bei den Hunderttausenden von Refugees, die in Deutschland sind, ohne jede Überprüfung? Da geht's doch irgendwie auch. Ich sag was, ja nur, was Horst Seehofer gestern gesagt hat. Ja, das ist auch richtig, dass du das zitierst, aber so, also ganz ehrlich, so einen absurden Vorwand muss man sich erstmal einfallen lassen. Und er sagt, es sei nicht das Problem gewesen der überbordenden Bürokratie, sondern das Problem sei gewesen der falschen Lageeinschätzung. Wir haben einfach gedacht, wir haben mehr Zeit. Das ist jetzt meine Worte. Ja, das habe ich ja auch schon gesagt. Genau. Das glaube ich auch, dass das so ist. Aber eins ist auch klar, im Zweifel war den Leuten wichtiger, dass keiner zu viel ins Land kommt, als dass im Zweifel die Menschen gerettet werden. Da kann was dran sein. Jetzt haben wir halt diese Bilder, die habt ihr alle gesehen. Chaos auf dem Flughafen in Kabul. Menschen stürmen das Flugfeld in der Hoffnung, irgendwie da wegzukommen. Manche haben sich an die Flugzeuge gehängt und sind dann aus großer Höhe in den Tod gestürzt. Die Amerikaner haben menschliche Überreste in den Radkästen von Flugzeugen gefunden. Also das ist wirklich, wirklich grausam, was sich da abgespielt hat. Deutschland, es dauert Tage, bis da der erste Flieger A400M abhebt in Deutschland. Dann gibt's also dieses erste Evakuierungsflugzeug der Bundeswehr, was unter zugegebenermaßen schwierigen Umständen in Kabul landet, fliegt dann zurück mit wie vielen Leuten an Bord? 7. Ja.
7. Und zwar deswegen, weil es Listen gab, wen man evakuieren darf und nur Menschen, die auf der Liste standen, durften mitfliegen. Das heißt, man ist wieder mal lieber mit einem mehr oder weniger leeren Flugzeug zurückgedüst, anstatt zu riskieren, dass irgendein Mensch zu viel gerettet wird. Und das, obwohl offenbar die Briten darum gebeten haben, Leute von ihnen mitzunehmen, das war auch nicht möglich. Ja, die offizielle Begründung noch vom Verteidigungsministerium ist, es sei nicht möglich gewesen, die ganzen Leute rechtzeitig zum Flughafen zu bringen. Und sie hätten dann wieder schnell weggemusst. Ja, aber dieser Flughafen ist doch voller Menschen. Wieso nimmt man dann nicht andere Menschen mit, die vor Ort auf Rettung warten? Ja, wieso steht man da mit der Maschinenpistole und der Liste und der Passagierliste und sagt, hier, bitte nur Boardinggruppe 1? Mittlerweile ist diese Luftbrücke nach Taschkent in Usbekistan und von da aus dann weiter nach Frankfurt angelaufen. Plus minus, glaube ich, Stand heute sind so rund 1000 Menschen von der Bundeswehr ausgeflogen worden. Die ersten sind auch in Brandenburg, glaube ich, gestern oder heute angekommen. Aber Tausende sind also noch im Land. Das Drama geht also weiter. Genau. Und was ist das zentrale Problem? Das hatten wir jetzt noch nicht ausdrücklich gesagt. Dieser Flughafen ist so ziemlich das einzige Gebiet in Kabul und überhaupt im ganzen Land, das noch so mehr oder weniger in den Händen westlicher Truppen ist. Aber dieser Flughafen ist mehr oder weniger abgeriegelt vom Rest des Landes, weil es da so einen Sperrgürtel gibt von Taliban-Kämpfern. Das heißt also, wenn man zum Flughafen gelangen will, muss man durch Straßensperren von Talibans und die lassen halt keine Afghanen durch. Die lassen nur Europäer oder Menschen aus anderen Ländern durch, aber keine eigenen Landsleute. Und deswegen ist jetzt das große Problem, dass es zwar noch vielleicht einige tausend Menschen gibt, die grundsätzlich ausgeflogen werden könnten, nur die können sich kaum noch zum Flughafen durchschlagen. Genau, da gibt's dann Pläne, die mit Hubschraubern rausholen. Wenn du dann am Flughafen bist, am zivilen Teil, dann musst du noch zum militärischen durchkommen. Da ist dann wiederum eine amerikanische Absperrung drin, durch die du erstmal durch musst. Also das kann man sich, glaube ich, von hier aus schwer vorstellen, was da so passiert. Zu der Debatte gehört jetzt hier aber natürlich auch in Deutschland, die aktuell natürlich läuft. Wer ist schuld? Das muss aufgearbeitet werden. Welche Ministerien haben was gemacht? Darüber haben wir gerade geredet. Aber eine Frage ist natürlich auch, was macht denn eigentlich der Bundesnachrichtendienst so? Kernaufgabe ist ja, die Bundesregierung mit Informationen aus dem Ausland zu versorgen, damit genau sowas nicht vom Himmel fällt. Tja, da zeigt sich ein etwas widersprüchliches Bild. Schon Ende 2020 hat der BND auf der einen Seite zwar seinen Lagebericht unter der Überschrift Emirat 2.0 vorgelegt. Darin heißt es als Kernthese, die Frage sei nicht ob, sondern nur wann die Taliban die Macht übernehmen. Mit anderen Worten, schon Ende 2020, noch bevor dieser Abzug wirklich umgesetzt wurde, hat der BND davor gewarnt, dass der afghanische Staat, den man da 20 Jahre lang aufgebaut hat, wohl zusammenbrechen werde. Muss man sich mal vorstellen. Aber auf der anderen Seite vom Zerfall des Staates, von der Flucht der halben Regierung und aller wichtigen Generäle und von Absprachen mit den Taliban hat der BND offenbar im Vorfeld jedenfalls nichts geahnt bzw. nichts mitbekommen. Ganz im Gegenteil, die Lageeinschätzung, die hinkte doch ganz enorm der Realität hinterher. Ja, der Spiegel hat, wenn ich ganz lesenswert, rekonstruiert, was da so schiefgelaufen sein könnte. Und da spielt eine wichtige Rolle ein dreiseitiges Protokoll, was dem Spiegel offensichtlich vorliegt. Und zwar geht aus diesem Protokoll hervor, dass vor einer Woche, also zwei Tage vor dem Fall Kabuls, als reihenweise Provinzhauptstädte schon gefallen waren, ja, ein BND-Vertreter in der Krisenstabssitzung laut Protokoll vorgetragen hat, der BND halte einen militärischen Vormarsch der Taliban nach Kabul für, Zitat, eher unwahrscheinlich. Es gebe in der Führung der Islamisten, Zitat, kein Interesse an einem blutigen Kampf um die Hauptstadt. Stattdessen wolle sie mit einer Art Würgegriff die Kapitulation der Regierung um Präsident Ghani innerhalb von 30 bis 60 Tagen erzwingen, also 1 bis 2 Monate. Der BND hat aber auch Einschränkungen offensichtlich in diesem Vortrag gemacht. Erstens ein schneller Abzug der internationalen Truppen aus Kabul und Absetzbewegungen der afghanischen Elite könnten die Abwärtsspirale beschleunigen, sprich diese Prognose durchaus in eine negative Richtung beeinflussen. Außerdem, das Politbüro der Taliban im fernen Doha habe nur eingeschränkt Einfluss auf die Kämpfer in Afghanistan und auch der CIA soll das so ähnlich gesehen haben, so nach dem Motto, Kabul, das wird so schnell nicht fallen. Aber einen Tag später schon zogen sich die USA für alle völlig überraschend aus dieser Green Zone in Kabul zurück, also diesem geschützten Bereich mit den Botschaften, der im Wesentlichen von den Amerikanern geschützt worden war. Und die deutschen Botschaftsangehörigen sind dann da wohl durch die Green Zone gefahren und haben sich gefragt, wo sind denn hier diese ganzen Soldaten, wo die uns schützen, sind alle weg. Und stellt sich raus, ja, die werden gerade evakuiert und werden zum Flughafen geflogen. Und per Anruf stellte sich dann raus, Germans, das würden wir euch auch mal raten.
Macht euch aber mal lieber Konto, vom Acker. Macht euch mal lieber vom Acker. Tja, da fragt sich natürlich, wie konnte der BND derart krass irren? Denn mal ganz ehrlich, kaum eine Gegend dieser Welt hat der BND mehr abgehört und überwacht. Er hatte zahllose Zugänge auch zu Menschen aus Afghanistan, weil sie ja eben Militär, Sicherheitskräfte und Geheimdienste ausgebildet haben. Und die Residentur in Kabul, also quasi das Hauptquartier des BND, dort gehörte zu den größten des BND weltweit. Und im sogenannten Auftragsprofil der Bundesregierung für den BND, ja, das ist, wenn man so will, so die Job Description, was die Bundesregierung gerne wissen möchte vom BND, hat Afghanistan seit Jahren die höchste Priorität, Stufe 1. Und nicht zuletzt wird ja die anlasslose Überwachung des Internetverkehrs, ja, das muss man sich immer überlegen, der BND darf den kompletten Internetverkehr weltweit mitschneiden, ohne nähere Begründung. Deutsche sollen rausgefiltert werden, aber ansonsten kann er alles mitschneiden. Und die Begründung war immer ganz zentral Afghanistan. Muss man sich mal überlegen, ne? Das heißt, diese ganze Internetüberwachung, die unser aller Privatsphäre massiv beeinträchtigt, hat original gar nichts gebracht. Noch ein, zwei Tage vor dem Zusammenbruch Kabuls kam vom BND im Grunde Desinformation. Das heißt also, als Zeitungsleser war man da im Grunde weiter, als wenn man auf den BND gehört hat. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da stellt sich massiv die Sinnfrage. Also wenn ich mir so angucke, was das Bundesverfassungsgericht im letzten Mai da in die BND-Entscheidung geschrieben hat, die die GFF ja mit errungen hat. Insofern bin ich da auch nicht ganz neutral, muss man immer dazu sagen. Aber wenn man sich da mal anguckt, guckt, wie da immer noch in schönen Worten die Bedeutung des BND für die Arbeit der Bundesregierung geschildert wird. Also mal ganz ehrlich, hätte man ihn nicht gehabt, ja, wäre man sicherlich nicht schlechter informiert gewesen. Ja, der Spiegel ist da bemüht und auch die Süddeutsche so ein bisschen noch ein paar Grauzonen reinzumalen. Also demnach hat der BND im Juli durchaus skeptische Zahlen gekabelt in Sachen afghanische Armee. Also offiziell auf dem Papier sind das ja 300.000 Soldaten und Soldatinnen, viel, viel größer als die Taliban. Tatsächlich sagt der BND, hätten aber maximal 90.000 wirklich existiert und kampfbereit seien ganze 25.000, sagt der BND, also im Juli. Und die These vom Spiegel ist jetzt so ein bisschen, in den Ministerien sei diese Nachricht eben ja nicht so wohl gelitten gewesen. Diese pessimistische Prognose hätte nicht so zu diesem Narrativ gepasst. Naja, Afghanistan, wir sind zwar raus, aber zumindest kriegen wir es mit halbwegs gutem Gewissen hin. Das passt natürlich nicht dazu, dass man eine Armee aufgebaut hat, die letztlich nur aus 25.000 kämpfenden Leuten besteht. Ja, was ja immerhin quasi nicht mal 10% der Sollstärke ist, die man ja immerhin auch bezahlt hat, ne? Das heißt also, nur jeder Zehnte, der da in Lohn und Brot offiziell stand, war dann tatsächlich kampfbereit. Und soweit man gehört, haben also wirklich nur wenige Spezialeinheiten der afghanischen Armee wirklich gekämpft. Praktisch alle haben einfach die Waffen aufgegeben und haben damit mit westlichen Militärtechnologien die Taliban aufgerüstet. Und die SZ sagt noch, nach so einer Sitzung des parlamentarischen Kontrollgremiums, Zitat, offenbar liegt das Problem aber weniger daran, dass Behördendienste und andere Quellen keine Informationen aus Afghanistan geliefert haben, sondern welche Schlüsse die Regierung mit Blick auf die nahenden Bundestagswahlen daraus geschlossen. Da muss man natürlich sehen, dass der einer der SZ-Autoren dieses Beitrags natürlich, sagen wir, für seine sehr guten Geheimdienstkontakte bekannt ist. Ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber da ist ein offenes Geheimnis auch in Journalistinnenkreisen. Da gibt's enge Kontakte, ne? Da ist der Deal halt so, da kriegst du immer mal wieder vom BND was zugesteckt und dafür schreibst du dann auch nicht zu kritisch. Haust du nicht gleich in die Pfanne. Ne? Also sieht man. Man muss halt miteinander auskommen, aber ich glaube, wir haben das hier versucht fair darzustellen und die Frage ist natürlich, sollen jetzt die ganzen Minister zurücktreten, die da involviert waren. Ne? Horst Seehofer, Annegret Kramp-Karrenbauer, Heiko Maas als Außenminister, alle haben es abgelehnt. Man könnte sagen, Minister, Ministerin sind schon aus geringeren Gründen zurückgetreten. Was denkst du? Sollen die abdanken? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich völlig unrealistisch, dass man jetzt kurz vor der Bundestagswahl noch einen Serienrücktritt erlebt, denn mal ganz ehrlich, diese Legislaturperiode ist im Großen und Ganzen vorbei, aber ich denke, die haben allesamt komplett versagt. Ich sehe das Hauptversagen tatsächlich bei Horst Seehofer wegen dieser humanitären Katastrophe mit den Ortskräften, aber auch Heiko Maas und Annegret Kramp-Karrenbauer hätten aus meiner Sicht zumindest umsichtiger umgehen müssen mit dem Abzug. Man hätte den Abzug langsamer durchführen müssen, man hätte ihn insbesondere phasenweise, denke ich, gestalten müssen, dass man sagt, also man zieht erst ein bisschen was ab und schaut dann, schafft es die afghanische Armee, ne, dass man also jetzt quasi mit einem Big Bang innerhalb von wenigen Wochen aus dem Land geradezu flüchtet. Das ließ ja der afghanischen Armee auch überhaupt keine Chance, sich anzupassen. Zum Beispiel schildert der Spiegel als eines von vielen Detailproblemen, dass die afghanische Armee auch in vielen Bereichen des Landes gar nicht mehr versorgt werden konnte, weil man nämlich all die Jahre von US-amerikanischen Transportflugzeugen abhängig war. Man hatte einfach völlig vergessen,
dessen eigene Logistik aufzubauen, um schlicht und ergreifend Lebensmittel zu den Truppen zu bringen. Aber deswegen würde ich auch sagen, ist das so bedingt ein Fall für das Verteidigungsministerium? Da reden wir auch gleich nochmal drüber, glaube ich, mit einer Expertin. Aber die Bundeswehr, glaube ich, hatte da überhaupt nicht die Möglichkeit, viel länger zu bleiben als die USA. Also wenn die USA ihre Truppen abziehen, ja, dann kannst du nur mitgehen, weil sieht man ja jetzt, wenn die nicht da sind, dann funktioniert da eigentlich nichts. Ja, also ich sag mal so, man hätte jedenfalls abstimmen müssen, wie dieser Rückzug verläuft, und der war ganz offensichtlich viel zu schnell, denn ich sag mal so, logistische Versorgungsprobleme, die hätten sich ja grundsätzlich lösen lassen, wenn man eben nicht das Land in dieser rasanten Geschwindigkeit verlassen hätte, sondern wenn man eben tatsächlich versucht hätte, peu à peu Verantwortung tatsächlich der afghanischen Armee zu übertragen und dann geschaut hätte, was funktioniert, was funktioniert nicht. Es wäre ja auch eine Lösung denkbar gewesen, dass man sagt, wir halten zumindest Kabul und die 3-4 Provinzen ringsherum, ja, damit es sowas wie einen sicheren Hafen gegeben hätte. Es gibt ja, also ganz ehrlich, wir sind beide keine Diplomaten, wir sind auch beide keine Verteidigungspolitiker. Nur so, wie es gelaufen ist, kann man es nicht machen. Insofern sehe ich da schon auch eine erhebliche Verantwortung. Auf der anderen Seite, Rücktritt kurz vor der Wahl, wie gesagt, das ist natürlich eine unrealistische Vorstellung. Also ich würde es so sehen, auch wenn das Verteidigungsministerium und Deutschland mehr oder weniger den Handlungen der USA da ausgeliefert waren, es wäre genug Zeit gewesen, auch bei diesem schnellen Abzug, diese Ortskräfte da rauszuholen. Die haben im April angefangen, darüber zu reden. Und in 4 Monaten, da wäre es möglich gewesen, geordnet diese Leute da rauszuholen. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, neben diesen Ortskräften und anderen gefährdeten Leuten, die auch noch mit rausgeholt werden sollen, was ist denn nun mit Flüchtlingen? Viele Leute fliehen und versuchen zu fliehen, völlig nachvollziehbarerweise im Angesichts dieses Taliban-Regimes. Ja. Ja, und da ist jetzt die Frage, wie viel kommen nach Europa, wie viele können nach Deutschland kommen? Ja, Heiko Maas berichtet im Spiegel, das BMI male da so richtig schwarz, nämlich rechne mit 500.000 bis 1 Million Flüchtlingen. Also auf Deutsch, das Innenministerium warnt vor einer neuen, in Anführungsstrichen, Flüchtlingswelle. Offiziell mag sich Horst Seehofer dazu nicht bekennen. Das offizielle Statement lautet, Zitat, können keine Prognose abgeben, das sei objektiv unmöglich. Das hat er gestern gesagt auf der Pressekonferenz. Ja, ja, genau. Das Vereinigte Königreich sagt, sie wollen 20.000 Menschen aufnehmen. Aber wie gesagt, ich glaube, diese Flüchtlingsfrage kreist ja vor allem darum, wie viele Menschen jetzt auf irgendeiner Route versuchen, nach Europa zu kommen. Auch Armin Laschet treibt diese Vorstellung offensichtlich den Angstschweiß auf die Stirn. Er lässt sich mit den Worten zitieren, 2015 darf sich nicht wiederholen. Also das ist die Sorge von Armin Laschet. Aber die Frage ist, wie viele Menschen werden denn jetzt überhaupt kommen? Ist die Lage tatsächlich mit der Lage im Jahr 2015 vergleichbar, Philipp? Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Und deswegen haben wir nochmal angerufen bei Gerald Knaus. Er ist Soziologe und Migrationsforscher und eben Chef von diesem Think Tank European Stability Initiative. Und er war eben der maßgebliche Architekt auch dieses Türkei-Deals. Ja, das hat ihn eigentlich bekannt gemacht. Das hat ihn eigentlich bekannt gemacht. Also dieser Deal, liebe Türkei, ihr bekommt Milliarden aus Europa. Dafür sorgt ihr dafür, dass Flüchtlinge aus Syrien in der Türkei bleiben können und ihr nehmt auch welche wieder auf. Gerald Knaus habe ich als gefragt, wie interpretiert er diesen Satz, 2015 darf sich nicht wiederholen, sind wir wirklich in einer ähnlichen Situation? Das Allerwichtigste ist, ganz klar festzustellen, dass die Situation heute fast diametral entgegengesetzt ist der von 2015. 2015 fand die größte Flüchtlingskatastrophe der Welt, die der Syrer, vor den Toren Europas statt. Syrische Familien konnten visafrei aufgrund der türkischen Politik in die Türkei einreisen, konnten aus dem Libanon ohne Visum in die Türkei nach Istanbul oder Ankara fliegen, wurden in der Türkei aufgenommen, und auch heute sind ja noch die allermeisten dieser Syrer in der Türkei geblieben. Aber manche, und dann eben Hunderttausende 2015, haben sich auf den sehr kurzen Weg gemacht von der türkischen Küste zu den griechischen Inseln. Diese Situation ist für Afghanen heute radikal anders. Die Grenzen sind zu. Es gibt keine Flughäfen, einer ist noch offen, aber es ist sehr schwer hinzukommen. Vielleicht auch nur noch einige wenige Tage offen. Die Taliban kontrollieren die Grenzübergänge, die Nachbarn sagen, sie machen ihre Grenzen zu, und auch die Türkei hat ihre Grenze zum Iran dramatisch verschärft und Soldaten hingeschickt, Mauern gebaut, setzt Drohnen ein und Wachtürme und sagt, dass so wie aus Syrien ja seit einigen Jahren kaum noch jemand in die Türkei kommt, dass das Gleiche auch für die Afghanen gilt. Also heute ist das Problem nicht, dass zu viele nach Europa kommen, irregulär in irgendeiner Form und Europa überfordern könnten. Heute ist das Problem, dass wenn wir nicht proaktiv Leute holen, vielleicht gar niemand von denen, die wir schützen müssen,
Europa erreicht. Er sagt auch im Kern, das, was die anderen EU-Staaten jetzt vorhaben, das macht durchaus Sinn, nämlich versuchen, Nachbarländer zu finanzieren und zu unterstützen, damit sie Menschen, die aus Afghanistan es schaffen, rauszukommen, aufnehmen und ihnen den weiten Weg nach Europa zu ersparen. Aber die EU, glaube ich, hat da noch keine abschließende Politik, keinen abschließenden Standpunkt gefunden. Deren Politik scheint zu sein, so deutet sich das zumindest an, wir versuchen, diesen angrenzenden Ländern, Iran, Pakistan, Geld zu geben, damit die Leute nicht hierher kommen. Ich glaube, darauf kann man das Stand heute eindampfen. Ja, die Folgen dieses Afghanistan-Debakels sind jedenfalls gravierend. Vor Ort fühlen sich natürlich viele Afghaninnen und Afghanen betrogen und enttäuscht, insbesondere eben die Ortskräfte, von denen eben lange die Rede war. Damit hat der Westen insgesamt, denke ich, unglaublich viel Vertrauen verspielt. Gerade bei den Ortskräften natürlich jetzt weltweit ist klar, ja, wer wird deutschen Truppen jemals wieder helfen? Wer wird jemals wieder auf Zusagen deutscher PolitikerInnen vertrauen, dass man natürlich seine einheimischen Verbündeten schützen werde und auch gerade die Truppe, ja, also die Bundeswehr und ihre Einheiten müssen sich ja verschaukelt fühlen, nicht? Es hat also knapp 60 Tote gegeben, das muss man überlegen, knapp 60 Menschen sind für diesen Einsatz gestorben. Bundeswehrsoldaten, ja, alleine Bundeswehrsoldaten, ja, das sind nur alleine aus Soldaten und Soldatinnen, gibt es ja auch aus Deutschland und viele, die dort in Afghanistan gekämpft haben, dürften sich jetzt verraten fühlen. Ich meine, wenn alles jetzt quasi für nichts war, ne? Wenn also jedenfalls kaum noch ein greifbarer Effekt in diesem Land festzustellen ist, dann fragt man sich natürlich, wofür habe ich denn da jetzt eigentlich mein Leben riskiert? Klar, das ist natürlich noch ein bisschen die offene Frage, ne? Ob das jetzt wirklich alles für die Katz war. Ja, es werden Straßen von den Taliban zerstört, weil sie sagen, das hat der Westen gebaut, das wollen wir nicht. Es wird viel zunichte gemacht. Die Frage ist so ein bisschen, hat sich in den letzten 20 Jahren da eine Generation entwickelt, die neue Freiheiten hat genießen können, hat sich da so ein Kulturwandel irgendwie etablieren können. Das ist alles Spekulation, aber natürlich muss es für die Leute, die ja 20 Jahre mehrmals da waren und über Jahre da waren, muss es extrem frustrierend sein, das zu sehen. Nicht zu vergessen natürlich die ganzen anderen Menschenleben, US-Soldaten, andere Soldaten, Afghanen, die da zu Tausenden ums Leben gekommen sind. Diese geopolitische Dimension haben wir letztes Mal auch schon aufgemacht. Wenn jetzt USA, Westen, NATO, Deutschland sich da zurückziehen, dann klopft natürlich China an die Tür. Die haben wenig Skrupel, was Menschenrechte angeht, sieht man in Afrika. Solange sie Straßen, Häfen bauen können und sich da breit machen können, sind die zu jeder Kooperation bereit. Ja, Terroristen erfolgreich bekämpft, das ist noch die Frage, im Moment vielleicht. Aber der Islamische Staat und Al-Qaida, glaube ich, die werden sich da bald mal auch wieder melden und Hallo sagen, wenn sie es nicht schon längst getan haben. Der einzige Hebel, glaube ich, mit dem der Westen da jetzt noch was machen kann, ist Geld. Entwicklungshilfe, die ganze Kohle von Afghanistan, die ist ja eingefroren, größtenteils in den USA. Die Frage ist jetzt, brauchen das die Taliban? Wo kriegen sie sonst noch Geld her? Kann man sie quasi damit irgendwie lenken mit so einem Geldfluss? Das ist Spekulation. Was ich noch so gelesen habe, dass viele fordern, die UN muss irgendwie präsent sein, die Zivilgesellschaft muss in der Lage sein, irgendwo ein bisschen hinzugucken, ob die Taliban zumindest ansatzweise das halten, was sie da jetzt zum Teil versprechen. Aber das ist natürlich unterm Strich wirklich ein Armutszeugnis. Ja, 20 Jahre Pleiten, Pech und Pannen, Fragezeichen. Machen Auslandseinsätze noch Sinn? Unser nächstes Thema hier in der Lage der Nation. Bundesaußenminister Heiko Maas hat im Spiegel die Frage auf den Punkt gebracht, wie wollen wir in Deutschland in Zukunft eigentlich internationale Verantwortung übernehmen? Der Einsatz im Kosovo gilt als der letzte große internationale Auslandseinsatz mit deutscher Beteiligung, den man mit gewissen Fußnoten als Erfolg verbuchen kann. Auch dieser Einsatz war umstritten. Wir denken zum Beispiel an die Diskussion bei den Grünen und um Joschka Fischer. Aber immerhin hat der Einsatz Menschenleben gerettet. Das ist aber 25 Jahre her und die Bundeswehr ist immer noch im Kosovo im Einsatz. Seitdem haben militärische Interventionen, man muss es so deutlich sagen, ein mehr oder weniger starkes Desaster nach dem anderen verursacht. Denken wir an Länder wie Syrien, Libyen, Irak und jetzt Afghanistan. Und daher stellt sich natürlich die Frage, machen Auslandseinsätze überhaupt noch Sinn? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Und um diese Frage mal ein bisschen zu beleuchten, haben wir uns verabredet mit Jana Pulgerin. Sie ist Head of Office und Senior Policy Fellow, wie das immer so schön Englisch heißt, also Büroleiterin, Leiterin letztlich des European Council on Foreign Relations. Das ist eine Denkfabrik, kann man sagen, also eine Firma, die sich wissenschaftlich verschrieben hat, die europäische Außenpolitik zu erforschen, Gutachten zu schreiben und eben auch die europäische Außenpolitik weiterzuentwickeln und
und widmet sich natürlich dann auch so Fragen, was hat das eigentlich für Folgen, wie kann man Auslandseinsätze aus deutscher und europäischer Perspektive in Zukunft anders neu denken. Erstmal ganz herzlich willkommen in der Lage, Frau Polierin. Hallo. Sagen Sie mal, wir haben es angerissen, machen Auslandseinsätze überhaupt noch Sinn? Wie ist Ihre Antwort? Also ich glaube, dass wir eine Krise der Auslandseinsätze sehen, das war eigentlich jetzt schon vor dem Abzugsdesaster in Afghanistan ganz offenbar und dass auch die Lust am Auslandseinsatz, insbesondere wenn es um Stabilisierungsmissionen geht, abgenommen hat in den letzten Jahren. Ich glaube allerdings, dass sich diese Ratlosigkeit noch ein bisschen weiterträgt, weil die Auslandseinsätze in Afghanistan, in Irak, wo man versucht hat, lange zu stabilisieren, haben keine gute Bilanz nach sich gezogen. In Libyen hat man versucht, schnell rein rauszugehen. Das war ein anderes Modell. Das Resultat ist auch relativ katastrophal. Aber in Syrien hat man ja eigentlich wenig gemacht. Man hat mit den lokalen Kräften vor Ort gearbeitet, aber sich relativ zurückgehalten und eben ist nicht reingegangen. Und auch das hat ein katastrophales Ergebnis nach sich gezogen. Ich glaube, dass die Frage weitergeht. Es geht um Auslandseinsätze, aber es geht breiter auch um die Frage, was machen wir mit einer gesamten Region? Was machen wir eben mit Staaten, die auseinanderfallen, wo Bürgerkriege sind, wo Fluchtbewegungen sind, wo Destabilisierung von ausgeht? Wie reagieren wir darauf? Und ich glaube, dass wir da gerade vor einem ganz großen Fragezeichen stehen. Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie haben Angst davor, dass die Reaktion jetzt allgemein ist, auch nach diesem Afghanistan-Desaster, wie Sie es ja nennen, bringt alles nichts, alles viel zu teuer, auch in Deutschland, wir machen gar nichts mehr. Warum, woher die Angst? Nach 2014 hatten wir auch durch die Annexion der Krim hauptsächlich ausgelöst ein neues Bewusstsein in Deutschland, dass wir Verantwortung übernehmen, dass die Außenpolitik quasi nicht außen vorbleibt und wir uns davor schützen können, sondern dass die Außenpolitik zu uns kommt und dass wir als Deutschland da eine ganz große aktive Rolle spielen müssen. Und ich glaube, dass das nach wie vor gilt. Ich glaube, wir können uns nicht auf eine Insel der Glückseligkeit zurückziehen. Stichwort Syrien. Da haben wir uns das nicht ausgesucht. Da ist auch der Krieg zu uns gekommen. Die USA ziehen sich mehr und mehr zurück. Unsere Nachbarschaft ist instabil und ich glaube, wir müssen da eine Antwort finden. Ich glaube, es ist jetzt so einfach zu sagen, es bringt alles nichts, egal was wir machen und wir können einfach eine Mauer um Europa ziehen und uns zurückziehen. Ich glaube, dafür sind wir zu vernetzt und dafür ist eigentlich die Instabilität, die aus der Region um uns herum, sei es der Süden, sei es aber auch der Osten, ist zu brisant für unsere eigene Sicherheit. Ja, Sie sprachen eben von einem Abzugsdesaster. War denn aus Ihrer Sicht eigentlich der Afghanistan-Einsatz im Ganzen ein Fehler? Oder lag der Fehler eher im konkreten Abzug oder in den Modalitäten dieses Abzugs? Was wäre da aus Ihrer Sicht die Lehre? Ich glaube, Afghanistan ist so ein Lehrbeispiel dafür, dass man einfach klare Ziele braucht. Ich glaube, bei Afghanistan wollten wir zu viel auf einmal und auch zu viel unklare Dinge erreichen. Also wenn wir uns nochmal zurückerinnern, wie das Ganze gestartet ist, auch mit der Vertrauensfrage von Gerhard Schröder, da war die Rede von 6 Monaten und im Prinzip einem Einsatz, um den Terrorismus dort zu bekämpfen. Das ist dann auch aus politischen Gründen in Deutschland, auch um das der Bevölkerung verkaufen zu können, hat man dann immer mehr Ziele da drauf geladen. Wir wollten dann Schulen bauen, in die wir Mädchen schicken wollten. Wir wollten das Land aufbauen, wir wollten Staatsaufbau betreiben, wir wollten Demokratie dahin bringen. Und ich glaube, dass wir uns sehr viele Ziele vorgenommen haben und die nötigen Ressourcen nicht bereitgestellt haben und dass diese Ziele auch relativ unklar waren. Und so seit 20 Jahren eigentlich immer wieder die Frage aufkommt, was in Afghanistan wollten wir eigentlich erreichen und wann kommt der Punkt, wo wir sagen, wir gehen da jetzt raus. Und im Grunde genommen muss man ja auch sagen, auch diese Entscheidung, da jetzt rauszugehen, ist ja nicht unsere eigene gewesen, sondern wir folgen den Amerikanern, die diese Entscheidung getroffen haben und wir gehen da jetzt, also haben dann auch entschieden, rauszugehen, weil wir auch alleine gar nicht den Einsatz aufrechterhalten hätten können. Aber wir haben es auch noch nicht mal versucht. Also ich glaube, die Frage, was wollten wir eigentlich in Afghanistan konkret erreichen und wann wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, den hat die Politik eigentlich im Prinzip in 20 Jahren nie beantwortet. Also das heißt, wenn wir jetzt mal gucken, wie denn Auslandseinsätze in Zukunft aussehen können. Sie sagen, gar keine mehr zu machen, das wäre unverantwortlich. Maas sagt ja auch, wir müssen irgendwie Verantwortung übernehmen. Wenn man jetzt aber sieht, Afghanistan, unklare Ziele, viel zu viele Ziele, viel zu große Ziele, immer wieder geänderte Ziele, gleichzeitig ohne die USA wäre das sowieso alles überhaupt nicht gegangen. Die entscheiden jetzt plötzlich rauszugehen, also müssen wir dann auch rausgehen. Was sind denn, sagen wir mal, wichtige Maßstäbe, die Sie jetzt anlegen würden, wenn es darum geht, Deutschland, Europa soll Auslandseinsätze in Zukunft irgendwie noch machen, um Verantwortung gerecht zu werden? Aber was wären die Messlatte, was wären die Kriterien, die da erfüllt sein müssen, damit das noch Sinn macht?
Tatsächlich erstmal müssen wir gucken, was sind unsere eigenen Interessen? Was betrifft unsere Sicherheit tatsächlich? Von welchen Quellen geht sozusagen Gefahr aus für unsere eigene Sicherheit in Deutschland und Europa? Und da ist die Frage zum Beispiel, es war ja ursprünglich auch die Mission in Afghanistan Terrorismusbekämpfung. Das heißt, wir wollten Al-Qaida zusammen mit den Amerikanern da im Prinzip besiegen, um eine Quelle des internationalen Terrorismus auszuschalten. Wir haben die Interessen, die wir haben, in einem Weißbuch der Bundesregierung, was 2016 erschienen ist, eigentlich relativ klar definiert. Auslandseinsätze machen wir zum Beispiel auch im Rahmen der Vereinten Nationen, um Friedensabkommen abzusichern, also Peacekeeping Operations, wie man so schön heißt. Wir machen Pirateriebekämpfung am Horn von Afrika. Und worauf es mir eigentlich ankommt, ist wirklich, dass wir sagen, was konkret wollen wir erreichen? Was ist unser Ziel? Was setzen wir dafür ein? Reicht es, das Militär einzusetzen? Meistens reicht es nicht. Wie können wir das in einen sinnvollen Ansatz betten? Ich glaube aber, dass der grundsätzliche Appetit nicht nur bei uns Deutschen, sondern insgesamt in der NATO solche großen Operationen wie Afghanistan zu machen, lange Zeit nicht mehr da sein wird. Allerdings können wir es uns auch nicht aussuchen. Ich meine, 9/11 hat auch niemand vorausgesehen. Und hätten Sie den Deutschen am 10. September noch erzählt, dass Sie 20 Jahre in Afghanistan sein werden, da hätten Sie auch keine politische Mehrheit dafür bekommen. Ich glaube, es ist sehr getrieben von Ereignissen. Ich glaube, deswegen können wir es uns halt auch nicht aussuchen. Wir müssen reagieren auf das, was passiert. Wir können höchstens versuchen, und das wäre mein großes Plädoyer, versuchen, die Lage zu stabilisieren, also unsere Nachbarschaft zu stabilisieren und mehr in Krisenprävention zu investieren, damit es vielleicht nicht zu Eskalationen kommt. Ich würde doch noch mal einen Blick werfen in die Zielregionen. Sie hatten ja gerade schon quasi so die Seite näher beleuchtet, die wir als zum Beispiel Deutsche definieren können, also Ziele zum Beispiel, Ausstiegsbedingungen und so. Aber was sind denn Voraussetzungen, die eine Zielregion für einen solchen Einsatz erfüllen muss? Wir hatten vor einigen Wochen schon ein Interview, da hat jemand zum Beispiel die Anforderung genannt, es braucht lokale Partner, also zum Beispiel eine politische Bewegung vor Ort, auf die man aufbauen kann. Was sind da Ihre Voraussetzungen oder was sind auch Warnsignale? Ja? Also welche Kontraindikationen quasi sehen Sie möglicherweise vor Ort, wo man dann von einem Einsatz lieber Abstand nehmen sollte? Ich glaube, es kommt darauf an, was für einen Einsatz man machen will. Mit den lokalen Partnern, dem würde ich eigentlich zustimmen, aber auch da gibt es natürlich Pferdefüße. Also wir gerade als Deutsche haben uns das sehr auf die Fahnen geschrieben, Ausbildungsmission. Das haben wir in Afghanistan, also als NATO auch gemacht, die lokalen Kräfte auszubilden. Wir machen das aber auch in Mali zum Beispiel gerade ganz aktuell seit einigen Jahren. Und die Frage ist halt immer, in Mali haben wir es gesehen, mit Putschen, wen bildet man da aus? Und wie stabil ist eigentlich die Regierung? Also mein Partner von heute, wie sicher kann ich sein, dass es nicht mein Feind von morgen ist und das ist quasi die, was ich in den investiert habe an Know-how, aber auch an Ausrüstung, dass das nicht in fremde Hände gerät. Das ist ja das, was wir gerade in Afghanistan sehen. Aber grundsätzlich ja, würde ich auch sagen, ist unser Ansatz ist, und ich glaube auch nicht, der ist komplett falsch, lokale Akteure vor Ort als Partner zu haben, die auszubilden, die in die Lage zu versetzen, für ihre eigene Sicherheit zu sorgen. Aber ich glaube, man muss halt letztendlich auch realistisch sein. Man kann nicht mehr wollen als die Leute vor Ort. Also wir mit den Zielen, die wir hatten, gerade was sogenanntes Nation Building, also Staatsaufbau betrifft, ich glaube, man kann das nur wollen, wenn die Leute vor Ort auch das wollen, mitmachen und ja, das eben nicht als Kolonialismus wahrnehmen, wie es jetzt oft auch vorgeworfen wurde. Ich finde zu Unrecht, aber die lokalen Partner vor Ort, die müssen auch tatsächlich genauso viel wollen, wie wir wollen. Jetzt ist es ja so, dass Deutschland, aber auch irgendwie in einer Art die EU so ein Konzept der Ertüchtigung verfolgt. Sie haben das eben schon angedeutet. Wir suchen uns lokale Partner, bauen Strukturen auf, bilden aus, machen auch Initiativen, damit eben lokale Partner dann schwierige Aufgaben übernehmen können. Tatsache ist aber nur, das haben wir jetzt auch in Afghanistan gesehen, das klappt überhaupt nur, wenn die USA dabei sind und wichtige Infrastruktur und Gerätschaften und Kommunikation und so bereitstellen. Weil die nicht dabei sind, fällt das eigentlich in sich zusammen oder in Mali sind es halt die Franzosen, aber es sind eigentlich nie die Deutschen, die sowas alleine stemmen können. Muss, wenn man das ernst nimmt, nicht da auch gesagt werden, wir müssen mehr Geld in diese Technik investieren, mindestens vielleicht als Deutsche, aber vielleicht auch als EU-Flugzeugträger, Drohnen, Cyberabwehr ist akzeptiert, also sozusagen Angriffe übers Netz abzuwehren, aber offensiv Angriffe über das Netz zu starten, das will Deutschland aktuell noch nicht. Also das ist zumindest eine heiß diskutierte Sache. Also muss Deutschland sich da auch ehrlich machen und sagen, wenn wir Verantwortung übernehmen wollen, ohne von den Amerikanern abzuhängen, dann müssen wir da mehr Geld investieren?
Es geht auch um mehr Geld, aber es geht nicht nur um mehr Geld. Ich glaube, erstmal müssen wir uns ehrlich machen, da haben Sie total recht. Also wenn wir uns zum Beispiel diese Ausbildungsmission in Mali angucken, dann bilden wir da die malinesischen Streitkräfte aus, während die Franzosen die Grundvoraussetzungen erstmal geschafft haben, nämlich die Terroristen da tatsächlich zu bekämpfen in einer Art und Weise, wie wir das eben als Deutschland nicht machen. Und ich glaube, dass wir uns darüber sehr bewusst sein müssen, dass andere Partner, die Franzosen, die Amerikaner, Aufgaben übernehmen, die wir bislang so nicht übernehmen und dass wir auf die dann angewiesen sind. Wenn wir selber mehr machen wollen, und jetzt haben wir gesehen, wie abhängig wir von den Amerikanern sind, indem wir quasi beim Abzug aus Afghanistan gesehen haben, dass wir noch nicht mal unsere eigenen Leute alleine da rausholen könnten, ohne die Amerikaner. Ich finde, dann muss die Lektion daraus sein, sich wirklich auch genau zu überlegen, wo sind wir abhängig und was wollen wir alleine machen können oder was müssen wir auch können, um unsere eigene Sicherheit zu gewährleisten. Und ich glaube, dass die Zeichen da relativ eindeutig sind. Nicht erst jetzt mit Afghanistan, nicht erst unter Trump, sondern schon unter Obama war das Signal an die Europäer immer wieder, wir ziehen uns ein Stück weit zurück aus Europa und vor allen Dingen aus der europäischen Peripherie. Eure Krisen sind nicht unbedingt unsere Krisen, ihr müsst die schon irgendwie selber lösen. Ihr müsst selber in der Lage sein, eure Nachbarschaft in Ordnung zu halten. Unser Interesse daran ist endlich oder nimmt ab. Und dass die Europäer jetzt, um das aufzubauen, sehen, dass sie quasi diese Abhängigkeit Stück für Stück verringern. Nicht, um sich unabhängig von den Amerikanern zu machen, im Sinne von, wir wollen die nicht mehr als Partner, sondern einfach, um in einem Fall, wenn die Amerikaner was anderes wollen als wir oder einfach sagen, es ist nicht in unserem Interesse, dass wir handeln können. Das ist ganz wichtig. Und ja, das kostet auch mehr Geld. Sie haben ja eben schon als Alternativen zu militärischen Interventionen Stichworte wie Stabilisierung und Krisenprävention ins Spiel gebracht. Wie könnte denn hier eine europäische Außenpolitik eine konstruktive Rolle übernehmen? Die europäische Außenpolitik wirkt auf mich persönlich, ehrlich gesagt, wie eine Großbaustelle. Manchmal gibt es durchaus konkrete Erfolge, oft aber nicht. Haben Sie da eine Vision, wie es mit einer europäischen Außenpolitik weitergehen könnte, gerade quasi aus der Perspektive Krisenprävention, Stabilisierung? Also da passiert gerade tatsächlich was mir Hoffnung gibt, aber grundsätzlich teile ich Ihr pessimistisches Bild, wenn ich auf die europäische Außen- und Sicherheitspolitik schaue. Aber es gibt gerade einen Prozess, der nennt sich der strategische Kompass. Da geben sich die EU-Mitgliedstaaten quasi, schreiben sich selber ein Konzept, wo Krisenmanagement ein Teil davon ist. Und wie man eben als Europäer gemeinsam da besser wird, wie man schneller handeln kann, das ist auf europäischer Ebene ein super Problem, weil eben so viele Staaten zusammen agieren, dass man überhaupt handlungsfähig wird, dass man nicht von einem Veto ausgebremst wird, dass man schneller und flexibler agieren kann, dass man mehr Fähigkeiten hat. All das wird gerade diskutiert und das muss eben begleitet werden. Auch in Brüssel durch etwas, was wir in Deutschland vernetzten Ansatz nennen eben, und das passiert tatsächlich auch mehr und mehr, das Zusammendenken auch zum Beispiel von Stabilisierung oder von Ausbildung, von Streitkräften mit einer breiteren Sicherheitspolitik, Entwicklungspolitik, da passiert auf Brüsseler Ebene schon einiges, aber Sie haben recht, auch gerade da sieht man diese Müdigkeit, also die großen auch Krisenmanagement-Einsätze der Europäischen Union, die liegen auch schon eine Weile zurück. Und auch da ist es eben das große Problem tatsächlich, die Mitgliedstaaten dazu zu bewegen, bei so einer Mission überhaupt mitzumachen, sich zu beteiligen. Wir haben das als letztes gesehen bei der Irini-Mission im Mittelmeer, was quasi der militärische Nachfolgeprozess war vom Libyen-Prozess und wie lange das gedauert hat, da willige Staaten zu finden. Und ich glaube, es hängt wirklich sehr viel einfach daran, dass man auf europäischer Ebene ein Bewusstsein dafür verankert, es geht nur zusammen, weil alleine haben wir mit unseren einzelnen Militärs nicht mehr die Möglichkeiten. Da sind wir Bonsai-Armeen, wir müssen es zusammen schaffen, wir müssen politischen Willen zusammen entwickeln. Frau Polierin, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Nett, dass Sie dabei waren, nett, dass Sie sich Zeit genommen haben. Nochmal, Sie sind Head of Office und Senior Policy Fellow am European Council on Foreign Relations in Berlin, eine Denkfabrik, die sich vor allen Dingen der Weiterentwicklung der europäischen Außenpolitik widmet. Danke und alles Gute. Dankeschön. Werbung. Den Mini gibt es jetzt auch voll elektrisch. Im neuen puristischen Design,
innen wie außen. Der vollelektrische Mini hat ein Touch-Instrumentendisplay mit neuem Interface und ganz wichtig, ihr könnt die neuen Mini-Modelle einfach mit eurem Telefon vernetzen über die Mini-App, um etwa die Batterieladung, die Reichweite oder die nächsten Ladestationen immer im Blick zu behalten. Vorn gibt es die großen, sicheren LED-Scheinwerfer serienmäßig und hinten den charakteristischen Union Jack in den Heckleuchten. Und, na klar, ein Elektromotor im Mini, das ist Go-Kart-Feeling 2.0. Umweltbewusstes Fahren lohnt sich auch finanziell. Nutzt einfach den attraktiven Umweltbonus. Mehr dazu unter mini.de/umweltbonus. Mehr Informationen zum vollelektrischen Mini gibt es auf mini.de oder auch nochmal in den Shownotes. Werbung. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. In der vergangenen Woche, Donnerstag und Freitag insbesondere, war Bahnfahren in Deutschland kein Spaß. Die Gewerkschaft der Lokführer, kurz GDL, hatte zum Streik aufgerufen, dadurch fielen viele Züge aus. Ich hatte am Donnerstag auch eine längere Reise mit dem Zug geplant und das war ein richtiges Abenteuer, muss ich sagen. Erst die dritte Verbindung klappte dann tatsächlich, also das war kein Spaß. Und jetzt hat die GDL auch neue Streiks ab Samstag angekündigt, erst im Güterverkehr, ab Montag soll aber auch wieder der Personenverkehr bestreikt werden, das was natürlich wieder zu massiven Behinderungen für die Menschen führen wird, die gerne mit dem Zug fahren wollen. Und wir haben uns gefragt, Philipp, worum geht es denn eigentlich bei diesem Streik? Na, wie immer hat das mehrere Ebenen, ne? Sonst würden wir das natürlich hier auch nicht so aufgreifen. Also vordergründig geht es natürlich um so klassische Forderungen der Mitarbeitenden. Derzeit wollen sie 3,2% mehr Lohn, sie wollen eine Corona-Prämie von 600 € im laufenden Jahr. So weit, so gut. Das klingt irgendwie alles machbar. Aber da kann man natürlich jetzt auch schon einhaken, ne? Also Moment mal, der Bahn ging es doch richtig schlecht in der Corona-Pandemie. Wie kann denn das sein, dass die Menschen, die bei der Bahn arbeiten, ausgerechnet jetzt, wo die Bahn Milliardenverluste einfährt, die Hand aufhalten? Na, da würde ich ganz ehrlich sagen, warum sollen nun ausgerechnet die Mitarbeitenden das ausbaden? Generell heißt es immer aus der Politik, wir wollen die Bahn stärken. Wir wollen auch deswegen die Bahn stärken, weil das eben gegen den Klimawandel wirkt, ne? Wenn die Menschen eben Zug fahren und nicht fliegen oder mit dem Auto fahren. Das heißt, da soll ohnehin viel Geld investiert werden. Und warum soll das Geld dann nicht auch in die Mitarbeitenden investiert werden? Also dieses pauschale Argument, der Bahn geht's schlecht, also müssen die Menschen dort den Gürtel enger schnallen, finde ich, das kann man ganz gut kontern. Aber Philipp, es geht ja auch nicht nur um Lohnerhöhungen, sondern es gibt auch noch quasi eine taktische Dimension. Es gibt eine taktische und übergeordnete Dimension. Es geht letztlich um das Überleben der GDL, also der Gewerkschaft der Lokomotivführer. Und noch darüber geht es eigentlich um die Frage, wie wird in Deutschland eigentlich Arbeitskampf ermöglicht und organisiert? Also wie können auch Mitglieder von kleineren Gewerkschaften für ihre Rechte eintreten und da auch was durchsetzen? Denn bei der Bahn gibt es nämlich zwei Gewerkschaften. Ganz genau. Da gibt es zum einen die GDL, von der bisher gerade die Rede war. Die vertritt vor allem, nicht ausschließlich, die Lokführenden. Und sie hat aber auf der anderen Seite in anderen Betrieben der Bahn, also außerhalb der DB Fernverkehr und DB Regio und so, kaum oder keine Mitglieder. Dazu muss man wissen, die Bahn ist ja inzwischen nicht mehr ein Unternehmen, sondern ein großer Konzern mit Hunderten von Einzelunternehmen. Ja, 200, ne? Irgendwie sowas. Aber jedenfalls die wesentlichen Unternehmen, wo Lokführende beschäftigt sind, eben DB Regio, die machen die Regionalzüge. Und DB Fernverkehr, die schicken die ICEs durchs Land, so ganz vereinfacht formuliert. Und noch ein paar andere Firmen, da ist die GDL stark, aber in vielen anderen Unternehmen im Deutsche Bahnkonzern hat eine andere Gewerkschaft den Hut auf, nämlich die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, kurz EVG. Die EVG ist generell die viel größere Gewerkschaft und zwischen diesen beiden Gewerkschaften gibt es schon seit vielen Jahren eine starke Konkurrenz. Die GDL hat einen, wie soll ich sagen, sehr öffentlichkeitswirksamen, sehr lauten, manche sagen auch sehr aggressiven Vorsitzenden, nämlich Herrn Weselski. Der gibt schon seit vielen Jahren so quasi den Robin Hood der Lokführenden. Auf der anderen Seite wird an seiner Person, aber auch an der Rolle der GDL generell auch oft kritisiert, dass diese Gewerkschaft im Grunde viel zu viel Macht für eine kleine Berufsgruppe bedeutet. Ähnlich so wie bei den Piloten, ne? die bei den Airlines halt an Cockpit mit ihrer Vereinigung, ne? Dass du halt eine sehr kleine Berufsgruppe hast, wie jetzt hier also Piloten oder Lokführer, dass die eine sehr große Macht haben. Und weil es eben bei der Bahn auch in den letzten Jahren immer diesen Streit gegeben hat und weil eine relativ kleine Berufsgruppe irre Auswirkungen und eine irre Macht ja auch hatte, Lokführer, Bahnstreik, kennen wir alle, was das ist und welche Auswirkungen das hat, wurde versucht, per Gesetz
das zu entschärfen. Und dass das nach hinten losgeht, das sehen wir jetzt. Ganz genau. Der Konflikt zwischen den beiden Gewerkschaften, GDL und EVG, ist nämlich jetzt eskaliert durch die sogenannte Tarifeinheit. Die Tarifeinheit ist eine gesetzliche Änderung, die wurde 2015 interessanterweise unter gemeinsamem Applaus von Arbeitgeberverbänden und auch den DGB-Gewerkschaften, also Deutscher Gewerkschaftsbund, verabschiedet. Und Kern dieses sogenannten Tarifeinheitsgesetzes ist eine Änderung im Tarifvertragsgesetz. Da gibt es jetzt einen Paragraphen 4a und der regelt im Kern, wenn es mehrere Tarifverträge innerhalb desselben Betriebs gibt, die einfach von verschiedenen Gewerkschaften aus verhandelt worden sind, also Gewerkschaft verhandelt mit dem Unternehmen und handelt einen Tarifvertrag aus, und wenn diese Tarifverträge miteinander kollidieren, also abweichende Regelungen enthalten, wie bei der Bahn zum Beispiel, dann gilt in jedem Betrieb nur der eine Tarifvertrag, den die Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern abgeschlossen hat. So, das ist so das, was man so weiß. Ja, das hört man so. Ne? Das hört man so, und das ist auf diese Bahn zugeschnitten. Ja, da gibt es die GDL und da gibt es die Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft, und da würde das jetzt heißen, die Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft ist in den allermeisten Bahnbetrieben die größte Gewerkschaft. Den Tarifvertrag, den sie aushandeln, der gilt da. Und in den paar Betrieben, wo die GDL die größte Gewerkschaft ist, da kann die GDL ihren Tarifvertrag aushandeln, und der gilt dann auch da für die EVG-Mitarbeiter. Wobei ich noch nicht mal ganz sicher bin, ob es überhaupt Betriebe gibt, wo die GDL die Mehrheit hat. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das weiß niemand so ganz genau. Genau, aber das ist erstmal so die Wahrnehmung, dass man sagt, okay, das haben sie versucht zu regeln, Punkt. Das Problem ist nur, das Bild ist unvollständig. Die Erzählung, das ist allenfalls die halbe Wahrheit. Genau, es gilt wie so häufig, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Und da findet man nämlich in diesem Paragraphen 4a des Tarifvertragsgesetzes einen interessanten Halbsatz nach einem Semikolon. Da heißt es dann nämlich sinngemäß, dass diese Tarifeinheit, ja, dass also der Tarifvertrag mit der Gewerkschaft gilt, die die meisten Mitglieder hat, das gilt, es sei denn, dass die Interessen von bestimmten ArbeitnehmerInnengruppen bei dem Mehrheitstarifvertrag nicht, Zitat, ernsthaft und wirksam berücksichtigt wurden. Also das bedeutet übersetzt jetzt auf die Bahn: Die Tarifeinheit gilt nur dann, wenn in dem Tarifvertrag, den die Mehrheitsgewerkschaft ausgehandelt hat, stellen wir uns vor, das wäre jetzt EVG. Die EVG, ja. Nur dann, wenn dieser EVG-Tarifvertrag auch die Spezialinteressen der Gruppe der Lokführenden, Zitat, ernsthaft und wirksam berücksichtigt hat, nur dann gilt die Tarifeinheit. Also das heißt, dann gilt dieser Tarifvertrag der EVG für alle in diesem Betrieb. Andernfalls, wenn die Sonderinteressen der Lokführenden zum Beispiel oder meinetwegen auch irgendwelche anderen Mitarbeitendengruppen nicht ernsthaft und wirksam berücksichtigt wurden, dann gelten weiter deren Spezialtarifverträge, zum Beispiel von der GDL. Das heißt also, wenn die EVG jetzt einen Tarifvertrag aushandelt, weil sie die größte Gewerkschaft in dem Betrieb ist, und sie handelt auch was für die Lokführer aus, dann würde man erstmal denken, gut, dann gilt halt dieser Tarifvertrag. Dann kommt aber die GDL und handelt einen anderen Tarifvertrag aus, der für die Lokführer bessere Bedingungen vorsieht. Dann würde man sagen, ja, die EVG ist zwar die größte Gewerkschaft in dem Betrieb, hat auch einen Tarifvertrag, aber die Interessen der Lokführer und Lokführerinnen, die sind in diesem Tarifvertrag der EVG nicht angemessen berücksichtigt. Ernsthaft und wirksam ist das Kriterium. Ernsthaft und wirksam berücksichtigt, weil es gibt ja einen Tarifvertrag, wo sie besser stehen. Also gilt nicht der Tarifvertrag der EVG als alleiniger, sondern auch der GDL. So sieht's aus. Und die zentrale Frage ist also, was heißt ernsthaft und wirksam? Das sind jetzt keine wunderbar klar definierten Rechtsbegriffe, sondern das ist, wie man ja sofort auch als Laie spürt, das sind relativ schwammige Begriffe. Aber nichts liegt näher, als diese Begriffe danach auszulegen, ob, genau wie du es jetzt gerade intuitiv gemacht hast, Philipp, ob nicht der andere Tarifvertrag einfach viel mehr rausholt. Mit anderen Worten, wenn der Tarifvertrag der kleinen Gewerkschaft ganz viele Sonderlocken enthält und diese ArbeitnehmerInnengruppe danach viel, viel besser dasteht, dann liegt es relativ nahe zu sagen, na dann berücksichtigt der andere Mehrheitstarifvertrag deren Interessen nicht, Zitat, ernsthaft und wirksam. Je mehr die kleine Gewerkschaft rausholt, je mehr Sonderlocken sie raushandeln kann, desto einfacher ist es für sie zu begründen, warum ihr Tarifvertrag überhaupt gilt, weil er nämlich in dem anderen Tarifvertrag im Vergleich dazu die Interessen der kleinen Gruppe nicht ernsthaft und wirksam berücksichtigt werden. Also, wenn ich als GDL damit nicht zufrieden bin, dass ich in einem Betrieb die kleinere Gewerkschaft bin und die EVG dort den Tarifvertrag aushandelt und der dann gilt, dann müsste ich als GDL nur einen Tarifvertrag aushandeln, wo meine Lokführer besser abschneiden als in dem Vertrag der EVG. Und dann kann ich sagen, hier, die sind da nicht angemessen berücksichtigt. Ernsthaft und wirksam berücksichtigt. Deswegen gilt auch unser Tarifvertrag. Ganz genau. Und das schafft natürlich ganz interessante Anreize, ne? Also,
Bei der Bahn gibt es, wie gesagt, seit der Bahnreform in den 1990er Jahren hunderte Betriebe. In jedem einzelnen Betrieb muss man erstmal geschaut werden, welche Gewerkschaft hat die meisten Mitglieder und so. Das ist natürlich sowieso schon mal ziemlich kompliziert. Die Idee dieses Gesetzes war ja mal, Tarifkollisionen zu verhindern. Ja, die Tariflandschaft sollte nicht zu stark zersplittern, aber zugleich bedroht natürlich diese Tarifeinheit Gewerkschaften in ihrer Existenz. Ja, sie drohen ja irrelevant zu werden, wenn sie keine Tarifverträge mehr aushandeln können, die dann wirken. Aber sie können eben diese Irrelevanz vermeiden, indem sie möglichst viele Sonderregeln für ihre Spezialgruppen raushandeln, denn genau dann gilt die Tarifeinheit nicht. Und das muss man sich überlegen. Dieses Gesetz wird immer diskutiert, als die kleinen Gewerkschaften werden platt gemacht, aber es gibt eben diese Hintertür und die schafft fatale Anreize für die kleinen Gewerkschaften, um überhaupt ihre Existenzberechtigung zu sichern. Und deswegen gibt es auch so viel Kritik an diesem Gesetz, ja, denn man könnte sich ja auch quasi einigen, ja, wenn alle im Betrieb sich einig wären, dann müsste diese Tarifeinheit gar nicht gelten. So kommentiert zum Beispiel Stefan Hebel von der Frankfurter Rundschau, dass quasi der Verzicht auf die Tarifeinheit sinnvoller wäre. Zitat, das wäre der richtige Weg für die Bahn. Den aber geht auch die EVG ausdrücklich nicht mit. Also die EVG, die größere Gewerkschaft, spielt jetzt auch gerade so ein bisschen Powerplay. Die sieht quasi die historische Chance, bei dieser Gelegenheit über den Hebel des Tarifeinheitsgesetzes die GDL endgültig quasi aus der Bahn zu räumen, ja, oder aus dem Weg zu räumen. Ähnlich kritisch sieht übrigens auch Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn das Tarifeinheitsgesetz. Also das Tarifeinheitsgesetz hat eigentlich nur Unfrieden gebracht und sonst gar nichts. So nützt es nicht, so schadet es nur. Entweder muss man eine gesetzliche Regelung schaffen, dass man wirklich einheitliche Tarifverträge macht, unter Beteiligung aller beteiligten Gewerkschaften. Ich kann nicht einzelne ausschließen. Oder wenn man das nicht will, muss man es ganz lassen. Aber das ist ja nun mal Gesetz. Und insofern kämpfen Gewerkschafter von der GDL und der EVG auch bis aufs Messer um Mitglieder. Also dann bleibt halt die Frage, wer ist denn nun die größte Gewerkschaft? Das ist in vielen Bereichen die EVG. Aber die GDL muss eben auch wachsen, damit sie mehr zu sagen hat. Also wachsen ist die eine Chance. Wenn Sie die stärkste Gewerkschaft sind, haben Sie das Problem aus dem Tarifeinheit nicht mehr. Oder, das ist die andere Alternative, sie kann natürlich auch versuchen, bei diesem Tarifkonflikt möglichst viel zu liefern. Also zum einen führt ein hoher Abschluss dazu, dass die Leute sehen, wunderbar, die GDL kämpft besser für mich als die EVG, dann gehe ich doch mal lieber in die GDL. Oder sie können halt besondere Regeln für ihre Leute raushandeln, damit das Tarifeinheitsgesetz nicht zur Anwendung kommt, weil, haben wir eben diskutiert, die Spezialinteressen der GDL-Leute nicht, Zitat, ernsthaft und wirksam berücksichtigt werden. Die Bahn auf der anderen Seite hat natürlich ein offensichtliches Interesse daran, dass sie in Zukunft nur noch mit der EVG verhandeln muss, ne? Denn die EVG ist einfach historisch betrachtet immer viel braver gewesen und die GDL auf der anderen Seite kämpft viel härter, greift viel schneller zum Instrument des Streiks. Das heißt, aus Bahn, aus Arbeitgeberperspektive wäre es auch wunderbar, wenn es noch die EVG gäbe. EVG Brava, da gibt es halt auch Beleg dafür. Ne? Die haben jetzt einen Tarifvertrag mit der Bahn abgeschlossen, wo, glaube ich, selber nicht mal die EVG sagt, dass das ein super Ding ist. Ja, die haben lustigerweise eine Ausstiegsklausel in ihrem Tarifvertrag drin, sagen sie öffentlich, wenn die GDL mehr raushandelt, als wir selber raushandeln konnten mit ihrem Streik, na dann wollen wir auch nochmal nachverhandeln. Ich muss ja ehrlich sagen, ich meine, der Wieselski nervt natürlich ohne Ende. Ja? Mit seinen Statements. Mit seinen Statements, ganz klar, und Streik und Bahn und Chaos. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin bei der Bahn wäre, dann würde ich mir so einen Gewerkschaftsführer wünschen. Der ist halt wirklich so ein bisschen Typ Robin Hood, ne? Der kämpft so wie der Rächer der Enterbten. Der hat keine Angst, sich in den Shitstorm zu stellen. Absolut nicht. Ich habe also Konfliktscheu ist er nicht. Nee, ich würde auch sagen, der ist nicht konfliktscheu. Im Gegenteil, der kämpft gerne für seine Leute. Und ja, ich meine mal ganz ehrlich, der ist natürlich strategisch auf der einen Seite in einer blöden Lage. Ne? Dieses Tarifeinheitsgesetz sägt am Ast, auf dem die GDL sitzt. Das muss man deutlich sagen. Auf der anderen Seite aber haben sie natürlich, weil sie eben so viele Lokführende vertreten, auch einen ganz starken Hebel. Ne? Also ich meine, ohne Lokführer fährt so ein Zug halt nicht oder ohne Lokführerin und dementsprechend hat Wieselski einfach auch eine große Macht. Aber wir wollten in dieser Folge deutlich machen, was ist das Tarifeinheitsgesetz und außerdem muss man sagen, wegen dieser ganzen Hintergründe, weil es um viel mehr geht als nur um ein paar Prozent und eine Sonderprämie, deswegen ist absehbar, dass dieser Konflikt schwer zu lösen sein wird. Im Grunde wäre wahrscheinlich der einfachste Weg, dass die drei Player, die da mehr oder weniger direkt eine Rolle spielen, Bahn, EVG und GDL, sich an einen Tisch setzen und sagen, wir geben das Ziel der Tarifeinheit für die Bahn auf, sondern wir akzeptieren das Nebeneinander der beiden Bahngewerkschaften, so wie das seit Jahrzehnten existiert. Und damit würde diesem Konflikt die Schärfe genommen.
Wir blicken auf die aktuelle Corona-Lage, wie sich das gehört. Inzidenz ist jetzt bundesweit bei über 48, Steigerung im Vergleich zur Vorwoche über 60%. Es geht also rasant nach oben. Impfen läuft, habe ich jetzt neulich mal gelesen, ein bisschen besser, aber immer noch ziemlich zäh. 58% der Gesamtbevölkerung sind jetzt vollständig geimpft, 63% einmal geimpft. Da gab es ein bisschen Irritation über die Zahlen. Da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber irgendwie die Größenordnung ist es dann halt schon. Während unserer letzten Sendung hat es neue Beschlüsse gegeben von der Runde der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin, die jetzt erstmal bis auf Weiteres regeln, wie wir im Herbst mit Corona umgehen. Danach gibt es ein paar Regeln, die jede kennen sollte. Ungeimpfte müssen Corona-Tests ab dem 11. Oktober in der Regel selbst bezahlen, es sei denn medizinische Indikation, schwanger oder so. Aber wenn ihr einen Test haben wollt, ab 11. Oktober müsst ihr das aller Wahrscheinlichkeit nach selber bezahlen. In bestimmten Innenräumen gilt spätestens ab 23. August, also ab in 3 Tagen, ab nächster Woche, die sogenannte 3G-Regel. Es darf also nur rein, wer geimpft, genesen oder frisch negativ getestet ist. Innenräume heißt Krankenhäuser, Altenheime, Behinderteneinrichtungen, Innengastronomie, Veranstaltungen, Friseur, Fitnessstudio, Schwimmbäder, Sporthallen, you name it. Die Testpflicht kann von den Ländern ausgesetzt werden, wenn sie stabil unter 35 liegen. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so wahnsinnig viele Länder, die da drunter liegen. Und für Genesene und Geimpfte heißt es keine Tests, keine Quarantäne. Auch nicht, wenn du aus Hochrisikogebieten kommst. Da bist du raus, wenn du geimpft bist. Also ein gutes Motiv, um sich impfen zu lassen. Und die Maskenpflicht bleibt in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen. Finde ich auch gut. Nicht zu vergessen, wir wollten ja mal einheitliche Regeln haben. Ne? Vor nicht mal 4 Monaten haben wir die Bundesnotbremse eingeführt und alle waren sich sicher und einig, wir brauchen einheitliche Regeln. Und nun ist es schon alles nicht mehr so einheitlich. Also, dass man auf Tests verzichten kann unter 35. Und noch viel sagender ist ja, was nicht in diesem MPK-Beschluss drinsteht. Es steht nichts zu Unis drin. Es steht auch wenig zu neuen Indikatoren drin. Also wie messen wir jetzt eigentlich Corona? Ja, Krankenhaus, Belegung, Impfrate und so soll berücksichtigt werden. Aber es gibt da keinerlei Festlegung, Zahlen oder Formeln, wie man da jetzt zu einer neuen Messgröße kommen will. Schule, das Wort Schule, das taucht 2-mal in der Fußnote auf. Das war's. Das muss ich mal überlegen. Dabei sind doch die Schulen genau der Lebensbereich, wo es mutmaßlich gerade die größten Corona-Steigerungen geben wird. Einfach weil ja bis vor kurzem Kinder nicht geimpft werden konnten. Dazu kommen wir gleich noch. Insofern verwundert es doch sehr. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein Indiz dafür, dass sich die Länder schlicht und ergreifend auch nicht wirklich einigen konnten. Denn so ein dröhnendes Schweigen wie zum Thema Schulen und Universitäten lässt ja üblicherweise darauf schließen, dass man sich einfach überhaupt nicht einig war. Genau, du hast es eben erwähnt, Kinder konnten schon länger, also Kinder ab 12 konnten schon länger geimpft werden. Allerdings gab es immer Irritationen, weil die sogenannte Ständige Impfkommission das nicht vorbehaltlos für alle zwischen 12 und 17 Jahren empfohlen hat. Das hat sich jetzt geändert. Die STIKO hat lange gezögert. Es gab harte Angriffe. Aber jetzt hat die STIKO beschlossen, auch die Impfung von 12- bis 17-Jährigen wird von dem Gremium empfohlen. Also die Impfstoffe sind jetzt nicht nur zugelassen für 12 bis 17, sondern die STIKO empfiehlt auch, dass alle damit geimpft werden. Ja, ganz genau. Das ist jetzt nicht unmittelbar eine rechtliche Änderung, aber das ändert einfach so ein bisschen die Einschätzung der Situation, weil es die Abwägung beeinflusst. Ne? Also bislang konnte man zum Beispiel als erziehungsberechtigte Person schon entscheiden, ich lasse mein Kind impfen. Philipp, hast du ja auch erzählt, habt ihr ja auch gemacht. Ja. Aber es war eben nicht so richtig klar, ist das jetzt tatsächlich für Kinder empfehlenswert? Und jetzt hat die STIKO ihre bisherige Haltung aufgegeben. Nunmehr empfiehlt die STIKO eine Corona-Impfung auch für alle Menschen ab 12 Jahren. Da stellt sich natürlich angesichts des enormen politischen Drucks, der da auf die STIKO ausgeübt wurde, teilweise auch mit ziemlichem Blutgrätschen, die wurden ja so mehr oder weniger als Amateure dargestellt und so, ne, als Ehrenamtler, stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt eine medizinisch fundierte Entscheidung, was dann aller Ehren wert wäre, oder hat sich die STIKO am Ende dem politischen Druck gebeugt? Also ich würde sagen, nach allem, was wir heute wissen, spricht vieles dafür, dass es eine begründete Entscheidung ist. Es gibt 2 Gründe, die die STIKO anführt. Erstens, es gibt neue Risikodaten aus den USA, also es gibt sogenannte Überwachungsdaten mit nahezu 10 Millionen geimpften Kindern und Jugendlichen. Und da stellt sich heraus, dass es ja auch bei Kindern in seltenen Fällen manchmal Herzmuskelentzündungen gibt. Also die Rate wird hier mit 1 zu 16.000 benannt, das ist sehr selten. Aber die Herzmuskelentzündungen
Entzündungen, die es gegeben hat, die beobachtet wurden, die sind alle unproblematisch verlaufen. Erstens, also Risiko der Impfung relativ gering. Zweitens, Risiko einer Infektion durch Delta viel höher, als das bisher der Fall war. Das sind eigentlich die beiden Faktoren, die laut STIKO zu diesem Umdenken geführt haben. Kurz, der Nutzen der Impfung ist größer als das Risiko der Herzmuskelentzündung. Denn die STIKO führt erklärend aus, neben der immer noch schwer einschätzbaren Gefahr von Long-Covid, weiß man einfach nicht, wie sehr das bei Kindern ein Thema ist, kann auch jede Infektion mit dem Virus bei Jugendlichen das Herz angreifen und schädigen. Mit anderen Worten, man darf nicht nur auf die seltenen Nebenwirkungen der Impfung schauen, sondern muss einfach sehen, dass auch die Erkrankung natürlich das Herz in Mitleidenschaft ziehen kann. Und wenn man diese Risiken, Impfung auf der einen Seite, Erkrankung auf der anderen Seite gegenüberstellt, dann hält die STIKO inzwischen eine Impfung für empfehlenswert. Trotzdem, auch wenn sehr wahrscheinlich die STIKO sich nicht dem politischen Druck gebeugt hat, sondern in der Tat standgehalten hat und gewartet hat, bis sich die medizinische Risikosituation geändert hat, stellt sich trotzdem die Frage, Philipp, hat jetzt die Politik durch den doch enormen Druck auf die STIKO eine Institution beschädigt, deren Glaubwürdigkeit einfach ganz wichtig ist? Ich finde schon ein bisschen. Also durch diese Attacken, ne, die du ja auch schon genannt hast, Ehrenamtler und nun macht mal und Tenor war ja jetzt, stellt euch nicht so an, das ist wichtig, Herdenimmunität und ja, jetzt seid nicht so stur und langsam. Ja, und Karl Lauterbach hat ja sinngemäß gesagt, sie seien da quasi isoliert. Auch in Außenseiter, der Außenseiter meine. Genau. Ich finde, nur dadurch, dass das Feuer so stark war, muss diese Entscheidung, die sie jetzt getroffen haben, unter dem Verdacht stehen, dass sie politisch motiviert ist. Ja. Und zwar ohne, dass die STIKO was dafür kann. Ohne, dass sie was dafür kann. Genau, allein der Zirkus rund um diese STIKO und ihre Empfehlung rückt die STIKO jetzt in ein bedenkliches Licht, obwohl man sowohl das Zögern als auch die jetzige Entscheidung sehr gut medizinisch begründen kann. Also die haben ja deswegen gezögert, weil sie gesagt haben, wir wissen es einfach nicht, wir haben einfach keine Daten. Jetzt sind die Daten da, die Daten ergeben eine bestimmte Risikoeinschätzung, also empfehlen sie die Impfung. Also ich finde das Handeln, die Empfehlung der STIKO absolut nachvollziehbar. Aber wie du sagst, Philipp, ne, alleine durch diese riesen Welle, die da politisch gemacht wurde, steht die STIKO jetzt irgendwie blöd da. Und da würde ich sagen, das ist mittelfristig ein ziemliches Eigentor, denn wir sind ja alle darauf angewiesen, dass wir einfach eine vertrauenswürdige Institution haben, die Ärztinnen und Ärzten, wie soll ich sagen, auch so ein paar Guidelines mit an den Weg gibt, ob sie ihren Patientinnen und Patienten jetzt zum Beispiel eine Impfung nahelegen. Ja, und wenn jetzt wieder ein paar Leute mehr sagen können, STIKO, die sind doch Bill Gates. Die machen doch was die Regierung sagt, auch wenn das nicht stimmt, aber der Verdacht wurde jetzt eben durch das Agieren vieler Politiker erzeugt. Da hätte man ehrlicher argumentieren sollen und sagen sollen, die STIKO macht STIKO, aber die Impfstoffe sind zugelassen, liebe Eltern, liebe Kinder. Ja, man hätte ja einfach differenzieren können, so wie wir das in der Lage auch gemacht haben. Wir haben einfach gesagt, die STIKO und die Politik haben eine andere Aufgabe. Ne? Die STIKO nimmt ausschließlich den einzelnen Menschen in den Blick. Ja. Da fehlten noch Daten. Aus einer politischen Perspektive müssen natürlich auch so Umstände wie die Volksgesundheit in den Blick genommen werden. Und aus diesen etwas unterschiedlichen Blickwinkeln begründet sich auch dann eine etwas andere Empfehlungssituation, ne? Oder eine etwas andere Schlussfolgerung. Ja. Das hätte man so differenziert, hätte man das, finde ich, schon sagen können. Und der Kollateralschaden war verzichtbar. Insofern würde ich sagen, da hat die Gesundheitspolitik in Deutschland sich leider nicht mit Ruhm bekleckert. Hoffen wir, dass die STIKO diesen Sturm jetzt doch ohne bleibenden Vertrauensschaden überstehen wird. Ihr habt das vielleicht auch schon mal irgendwie aus eurem Alltag erfahren und auch Nicht-Juristen und Juristinnen gehen, denke ich mal, davon aus, ja, es gibt Strafverfahren, ja, es gibt dann auch ein Urteil und man kann gegen das Urteil, wenn man glaubt, es ist nicht gerechtfertigt, auch Rechtsmittel einlegen, dann gibt es vielleicht noch ein Urteil und noch ein Urteil, aber irgendwann ist das Ding durch. Irgendwann gibt es ein Urteil und das steht und die Rechtslage ist geklärt. Jetzt haben wir aber ein Gesetz, was dieses Prinzip untergraben soll. Erstmal nur für Mord, aber vielleicht demnächst, Spekulation, aber das ist der Verdacht, auch für andere Fälle. Und dieses Gesetz ist jetzt gerade im Bundesrat und deswegen nehmen wir uns das mal vor, weil das schon auch sehr prinzipielle Bedeutung hat. Ulf, worum geht's? Ja, wir berichten ja relativ selten über aktuelle Vorgänge im Bundesrat. Ne? Das liegt auch nicht zuletzt an den Mehrheitsverhältnissen im Bund und in den Ländern. Was die GroKo beschließt, das kommt normalerweise auch im Bundesrat relativ leicht durch. In der letzten Zeit hat der Bundesrat sogar öfters darauf verzichtet, Sachen nochmal genauer zu beraten, hat auf die Einhaltung von Fristen verzichtet und so. Das heißt also, Beschlüsse des Bundestags laufen weitgehend ohne größere Beratung
Beratung im Bundesrat einfach so durch. Häufig ging das auf Anträge quasi der Großen Koalition zurück. Die hat häufiger mal das Ansehen, Leute im Bundesrat, verzichtet doch bitte mal auf Fristen, einfach weil Dinge eilig waren. Aber möglicherweise hat es die GroKo mit diesen vielen Fristverkürzungsansehen jetzt mal übertrieben, denn der Bundesrat hat sich kürzlich quergestellt. Man will nun ein Gesetz im Bundesrat nochmals genauer beraten und das ist kein Zufall, denn dieses Gesetz hat es in sich. Philipp hat es gerade gesagt, die Große Koalition hat im Bundestag beschlossen, dass Beschuldigte in Zukunft bei bestimmten Vorwürfen immer wieder vor Gericht gestellt werden können. Also du findest sozusagen kein Rechtswesen, du landest immer wieder da und da fragt man sich, wie bitte kann das sein? Also normalerweise droht wegen eines strafrechtlichen Vorwurfs ja nur genau ein Prozess. Ich habe es am Anfang gesagt, ne? Am Ende steht ein Urteil, Freispruch oder Verurteilung. Ja, dann gibt es noch Rechtsmittel, aber irgendwann ist das Urteil eben rechtskräftig und der Fall forever abgeschlossen. Ganz genau. Und das soll nun bei Mordverdacht nicht mehr gelten. Hier soll eine Wiederholung von Strafverfahren möglich sein, notfalls auch dreimal oder viermal, bis es für eine Verurteilung reicht. Das Gesetz, muss man sich vorstellen, das Gesetz, die Strafprozessordnung ist das maßgebliche Gesetz, kennt hier keine Grenze mehr, wie häufig man Menschen vor Gericht stellen kann, sofern ihnen der Vorwurf des Mordes gemacht werden kann. Das heißt also, ich werde wegen Mordes freigesprochen. Oder vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Genau, okay, ja. Vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Vielleicht hat es auch verschiedene Instanzen gegeben, aber am Ende steht irgendwie Freispruch. Freispruch. So. Und dann weiß ich aber nicht, ob das wirklich für immer gilt. Ganz genau. Also im Grunde müsste man, das ist jetzt etwas zynisch, aber das bringt es ganz gut auf den Punkt, das Gericht kann in Zukunft eigentlich nicht mehr sagen, der Angeklagte wird freigesprochen, ja, die Kosten trägt die Staatskasse, sondern es muss in Zukunft eigentlich lauten, der Angeklagte wird bis auf Weiteres freigesprochen. Und wieso das? Der Hintergrund sind wie meistens schreckliche Einzelfälle. Insbesondere gibt es einen Vater, der keinen Frieden findet. Seine Tochter wurde vor Jahrzehnten ermordet. Ein individuell furchtbares Schicksal, völlig klar. Und dieser Vater hat jetzt eine Kampagne gestartet vor einiger Zeit. Er glaubt nämlich, dass man mit heutigen besseren Beweismitteln einen Menschen des Mordes überführen könnte. Dieser Mensch stand schon damals vor Gericht, wurde aber eben rechtskräftig freigesprochen. Und der Vater glaubt nun eben, es gibt neue Beweismittel und damit müsste es eigentlich im zweiten Durchgang für eine Verurteilung dieses Verdächtigen reichen. Und wir haben uns jetzt mal angeschaut, wie das rechtspolitisch ist. Also wenn man quasi auf den einzelnen Angehörigen schaut, dann muss man sagen, das individuelle Schicksal ist furchtbar. Persönlich weiß ich gar nicht, ob man diesen Menschen verstehen kann oder nicht, denn das ist so ein schreckliches Schicksal, das möchte man sich gar nicht vorstellen. Aber es ist ja meistens eine schlechte Idee, auf die Betroffenen zu hören. Nicht umsonst lassen wir nicht mehr die Angehörigen Rache nehmen, sondern wir haben in einem Rechtsstaat uns ja eigentlich angewöhnt, dass wir uns von der individuellen Betroffenheit so ein bisschen zurückziehen und nach rationalen Argumenten suchen. Und wir haben also mal recherchiert. Einer der lautesten Befürworter dieser Änderung der Strafprozessordnung ist Johannes Fechner. Der ist seines Zeichens rechtspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und Johannes Fechner sagte auf Anfrage der Lage: Unsere Motivation ist ganz einfach die, dass wir es für schreiendes Unrecht halten, wenn ein Mord nachweisbar begangen wurde, der Täter aber weiterhin frei bleibt. Nur die unverjährbaren Straftaten erfordern aus unserer Sicht deshalb die Ergänzung der Wiederaufnahmegründe. So das Zitat von Johannes Fechner. Und da muss man ehrlich sagen, das klingt jetzt auf den ersten Blick wie ein No-Brainer, ja, wie ein Mörder soll frei bleiben. Es gibt einen Mord, ja, und der Mörder soll frei rumlaufen oder die Mörderin. Geht ja gar nicht, ne? Aber wie so häufig ist die Lage komplizierter und deswegen haben wir uns das mal genauer angeguckt. Es gibt nämlich eine ganze Reihe Probleme mit dieser Reform. Also das Problem 1 ist Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz. Da steht, niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Genau. Und mehrmals bestraft heißt mehrmals vor Gericht stehen. Genau, da sind sich im Grunde auch alle einig. Also die Formulierung im Grundgesetz ist ein bisschen eng. Es geht nicht nur darum, dass man zwei Verurteilungen kassiert, sondern nach einem Freispruch sollte es eben kein weiteres Strafverfahren geben. Das ist jetzt auch nicht umstritten. Dieser Grundsatz gilt übrigens schon seit dem römischen Recht. Der ist also Jahrhunderte alter Bestand der Rechtsstaatlichkeit. Das ist der Grundsatz des sogenannten ne bis in idem. Also man darf eigentlich wegen desselben Vorwurfs kein zweites Strafverfahren durchführen. Befürworter sagen nun aber, das ist eine Frage der materiellen Gerechtigkeit. Straftaten müssen aufgeklärt werden, Straftaten müssen auch gesühnt werden. Aber Gegner sagen, ja, das ist ja im Grundsatz auch richtig, aber der Staat hat eben nur einen Schuss frei. Ja, nach einem Freispruch ist quasi finito. Das ist quasi der Kerngedanke dieses Doppelbestrafungsverbots. Um so einen Rechtsfrieden auch herzustellen.
Genau. Der Staat hat jede Menge Mittel, hat jede Menge Geld und er hat auch Zeit und er kann ermitteln und so. Und wenn das dann mal macht und es vorbringt, dann soll das auch stimmen. Aber den Einschuss hat er eben noch. Genau. Das ist so ein bisschen die Idee. Dazu muss man wissen, dass die Staatsanwaltschaft ja zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, wenn sie nicht davon überzeugt ist, dass es tatsächlich für eine Verurteilung reicht, ein Verfahren einzustellen. Und wie Johannes Fechner eben in seiner Stellungnahme völlig zu Recht gesagt hat, der Vorwurf des Mordes zum Beispiel unterliegt ja nicht der Verjährung. Das heißt, die Staatsanwaltschaft kann, solange sie keine Anklage erhebt und es nicht zu einer Hauptverhandlung kommt, die Sache einfach einstellen. Und wenn dann 5 Jahre später neue Beweise auf den Tisch kommen, dann kann sie die Ermittlung wieder aufnehmen, gegebenenfalls eine Anklage erheben und dann kann das Verfahren durchgeführt werden. Also wenn es keine Hauptverhandlung gab, dann ist das völlig klar. Dann können auch quasi alte Taten erst dann zur Anklage kommen, wenn neue Beweise aufgetaucht sind. Wenn es wirklich wasserdicht ist. Genau, das ist dann so der klassische Fall des Cold Case. Ja, man führt Ermittlungen, man kommt aber einfach nicht zu dem Punkt, dass man sagt, jetzt reicht's für eine Verurteilung. Dann klappt man die Akten zu und hofft, dass neue Tatsachen auftauchen. Aber die Argumentation ist, wenn die Staatsanwaltschaft einmal zum Punkt gekommen ist, dass sie sagen, ja, das reicht für eine Verurteilung, das Gericht das annimmt und es gibt ein Verfahren mit Rechtsweg und am Ende ist einfach ein Urteil und rechtskräftig, dann soll auch irgendwie mal Schluss sein. Ganz genau. Das liegt letztlich daran, weil die Rechtsstaatlichkeit, die dem Ganzen zugrunde liegt, im Grunde ja beides enthält. Auf der einen Seite natürlich, dass Straftaten aufgeklärt werden müssen. Ja, diese Strafverfolgung ist eine ganz wichtige rechtsstaatliche Aufgabe. Aber auf der anderen Seite gibt es auch das Prinzip eben der Rechtssicherheit, dass einfach irgendwann mal Rechtsfragen verbindlich rechtskräftig geklärt werden. Für die Einzelnen auch, ne? Genau. Für die Angeklagten. Genau, und da hat man im Grunde so ein Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Werten, die beide Teil des Rechtsstaatsprinzips sind und wieder aber im konkreten Fall des Doppelbestrafungsverbots die Entscheidung auszufallen hat, das hat im Grunde das Grundgesetz geregelt. Deswegen sagt Artikel 103 Absatz 3 eben, da kann man nicht mehr abwägen, sondern ein Verfahren bis zu einem Urteil und dann ist Schicht. So. Das war das eine Problem, Grundgesetz. Das zweite Problem ist das sogenannte Rückwirkungsverbot, also auch ein Rechtsstaatsprinzip, das sagt, bei abgeschlossenen Sachverhalten darf der Gesetzgeber die Rechtslage nicht mit Wirkung für die Vergangenheit ändern. Genau. Ja, also hier mit einem rechtskräftigen Urteil war bislang die Rechtslage endgültig klar. Das soll nun nicht mehr gelten mit diesem Gesetz, was der Bundestag beschlossen hat. Also auch rückwirkend, also für alte Fälle, wenn da jetzt was, also Mordverdacht wurde freigesprochen, neue, wie bei diesem Vater, neue irgendwann aus den 80ern, irgendwas kommt genau. Auch Neues hervor. Und dann kann man auch, soll man aufgrund dieses Gesetzes auch alte Fälle, die eigentlich schon abgeschlossen waren, wieder aufnehmen können. Genau das ist das Ding. Ne, das ist ein zweites Problem. Das eine Problem ist dieses Doppelbestrafungsverbot. Das zweite Problem ist, dass alte Fälle wieder aufgeschnürt werden. Aber könnte man da nicht sagen, ja, wir machen das Gesetz, aber es gilt nur ab heute. Also das wäre in der Tat aus meiner Sicht so eine Art rechtsstaatliches Minimum gewesen, dass man gesagt hätte, das gilt eben nur für zukünftige Strafurteile. Denn dann hätte ja quasi jedes Strafurteil quasi automatisch unter dem Vorbehalt gestanden, dass keine neuen Beweise auftauchen. Da würde man sagen, das wäre immer noch ein Problem aus der Perspektive des Doppelbestrafungsverbots. Es wäre dann aber immerhin kein Verstoß mehr gegen das Rückwirkungsverbot, weil dann ja von vornherein klar gewesen wäre, an diesem Freispruch ist eine Fußnote dran, kann sich noch ändern, wenn neue Beweise auftauchen. Drittes Problem. Das ist, finde ich, mit das Interessanteste, dient das wirklich der Gerechtigkeit? Ja, also Befürworter wie Fechner sagen, es sei unerträglich, wenn ein Mörder oder eine Mörderin frei rumläuft. Aber die Frage ist ja zum Beispiel, ist dieser Mensch überhaupt ein Mörder? Das, finde ich, ist die ganz spannende Frage und das berührt mich auch persönlich, weil ich ja viele Jahre in einer Schwurgerichtskammer hier im Landgericht Berlin solche Fälle verhandelt habe, auch Wiederaufnahmen verhandelt habe, allerdings Wiederaufnahmen dann zugunsten von verurteilten Menschen. Also Person, die da freigesprochen wurde, genau. Wo dann neue Beweise irgendwie auftauchen, ne? Und dann gesagt wird, hey, es gab einen Mord, du warst angeklagt und bist zwar freigesprochen worden, rechtskräftig, aber jetzt irgendwie doch nicht und um diese Person geht's. Ist diese Person ein Mörder? Genau, und das muss man sich ja überlegen. Ne? Immerhin muss gerade erst geklärt werden, ob diese Person ein Mörder ist. Und diese Änderung führt im Grunde dazu, dass wir als Rechtsgemeinschaft Menschen, denen der Vorwurf des Mordes gemacht wird, sagen, du wirst von diesem Vorwurf nie mehr frei. Nie mehr, dein ganzes Leben. Dein ganzes Leben musst du damit leben, dass wir noch irgendein Höschen irgendwo finden oder noch irgendwo einen Zigarettenstummel. Wir schnüren die Akten wieder auf und du wirst ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal vor Gericht gestellt, so lange, bis wir dich irgendwann verurteilt haben. Und du wirst vielleicht auch nochmal freigesprochen und nochmal freigesprochen und nochmal freigesprochen. Also sind natürlich jetzt konstruierte Fälle. Nicht wahnsinnig wahrscheinlich, dass es 4 Verfahren geben wird, aber es ist jedenfalls grundsätzlich möglich, dass Menschen unbegrenzt immer wieder vor Gericht gestellt werden, so lange, bis uns immer irgendwann mal das Ergebnis passt. Und das ist als solches
das schon eine enorme Belastung? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich weiß nicht, ob wir als Rechtsgemeinschaft das quasi Menschen zumuten können, dieses Sonderopfer immer neuer Strafverfahren. Und zwar sind es ja Menschen, die immerhin als unschuldig gelten. Und nicht nur, das ist nicht nur so die allgemeine Unschuldsvermutung, die jeder Beschuldigte vor sich in Anspruch nehmen kann, sondern diese Unschuldsvermutung ist ja sogar durch einen rechtskräftigen Freispruch bestätigt. Ja, da saß ja also mal eine Schwurgerichtskammer mit drei Menschen, also drei ProfirichterInnen und zwei Schöffen. Du hast ja auch mal in so einer Schwurgerichtskammer. Ja, wie gesagt, ich habe das fast 10 Jahre lang gemacht. Ja, ich kenne die Situation wirklich bis ins letzte Detail. Da sitzen drei Profis und zwei Schöffinnen oder Schöffen und haben sich in einer langen Beratung, mitunter tagelang, haben die sich einen Gedanken gemacht und waren der Überzeugung, dass es diesen Menschen nicht nachzuweisen, den sprechen wir jetzt frei. Und womöglich in mehreren Instanzen. Da haben dann sogar noch mehrere Richter und Richterinnen. Auch noch möglich, ne? Also wenn zum Beispiel die Staatsanwaltschaft oder die Nebenklage gegen den Freispruch Revision eingelegt hat, dann hat sich das auch nochmal der BGH angeguckt. Möglicherweise hat der BGH den ersten Freispruch sogar aufgehoben. Dann gab es schon im ersten Durchgang quasi zwei Hauptverhandlungen. Also diesem Menschen ist unter Umständen schon eine ganze Menge zugemutet worden und der ist dann irgendwann rechtskräftig freigesprochen und jetzt sagen wir, du sollst dein ganzes Leben fürchten, dass du nochmal vor Gericht gestellt wirst. Das ist eine enorme Belastung und da, wie gesagt, da sagen Leute wie Johannes Fechner, das dient aber der Gerechtigkeit und ich bin mir da nicht so sicher, ob ein solches neues Verfahren wirklich der Gerechtigkeit dient. Ja, aber es gibt ja auch neue Beweismittel. Also Cold Cases hast du ja angesprochen, Klassiker, irgendwie eine DNA zum Beispiel. Eine DNA taucht auf, DNA-Spur und sagt, ja hier, neues Beweismittel. Und jetzt müssen wir das alles neu aufrollen. Ja, da muss man sehen, DNA-Beweismittel, um die geht es typischerweise. Ne? Also diese Änderung ist nicht quasi im Tatbestand beschränkt auf Beweismittel wie DNA, die es vielleicht früher noch gar nicht gab. Aber in der Tat geht es in der Praxis typischerweise darum, dass jetzt irgendwelche DNA-Beweise aufgetaucht sind. Und das ist natürlich so, dass die erstmal sehr überzeugend klingen. Ja, Wahrscheinlichkeit 1 zu so und so viel Milliarden, dass es zu einer Verwechslung gekommen ist. Also dass das identisch ist. Man findet eine DNA-Spur, die kann man mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Milliarde mir oder dir zuordnen, da gibt es eigentlich wenig Zweifel. Genau, Zwillinge sind eine Herausforderung, ne? Aber grundsätzlich gibt es wenig Zweifel. Aber wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, dann sagt so eine DNA-Probe ja nur, dass genetisches Material von einem Menschen an einer Probe gefunden wurde. Ne? Also wenn wir jetzt mal das Beispiel eines Zigarettenstummels nehmen, ja, dann sagt das eigentlich nur, es wurde genetisches Material eines Menschen an dieser Zigarette gefunden. Alles Weitere ist Kontext. Das heißt also, wo wurde dieser Zigarettenstummel gefunden? Das muss alles durch andere Beweismittel geklärt werden. Wie ist auch diese DNA-Probe da rangekommen? Ja, zum Beispiel. Heißt ja nicht zwingend, dass ich sie in der Hand hatte oder im Mund. Kann ja auch irgendwie anders da rangekommen sein. Es kann auch jemand da bei dir zu Hause den Aschenbecher geleert haben und die Zigarettenkippe am Tatort hingelegt haben. Ne? Das weiß man alles nicht. Und um es mal vielleicht so ein bisschen praktischer zu machen. Stellen wir uns vor, es wird an Tatort einer Vergewaltigung, irgend so ein Gebüsch im Stadtpark, ja, wird eine Zigarettenkippe gefunden. Das klingt natürlich jetzt erstmal danach, dass der Mensch, dem der Vorwurf gemacht wird, jetzt tatsächlich am Tatort war. Aber die Frage ist eben, wie kam diese Kippe dahin und wie wurde diese Kippe gesichert? Ja, wenn man die DNA-Proben mal so ein bisschen genauer betrachtet, welchen Wert die wirklich im Verfahren haben, dann muss man sich sehr viele Gedanken über die richtige Asservierung machen. Also wenn der Polizist, die Polizistin das Ding einfach anfasst und in die Tüte tut, dann ist es nur noch halb so viel wert. Ne? Und gerade zum Beispiel bei alten Fällen wurde schon 1980 die Probe DNA-sicher asserviert, als es noch gar keine DNA-Untersuchung gab. Das war damals vielleicht noch gar nicht so wichtig. Ne? Kann die DNA auch zum Beispiel mit anderen Proben vermischt worden sein? Ja, da denkt man auf den ersten Blick niemals. Aber true story, ja. Ich hatte vor kurzem mal so einen Fall, der war noch, also als ich noch Richter war, der war gar nicht so alt. Das heißt, der spielt zu einer Zeit, als es eigentlich schon DNA-Untersuchungen gab. Da hatte die Polizei allen Ernstes Dutzende Kippen von einem Tatort im selben Beutelchen asserviert. Ja, da sagte uns dann hinter der DNA-Gutachter, sorry, das war hier so ein DNA-Cocktail, den wir da sichergestellt haben. Das war alles unbrauchbar. Die haben einfach alles in eine Tüte geworfen. Genau. Und deswegen muss man einfach Zeugen fragen, wie wurden denn eigentlich die Beweise gesichert? Und was ist denn jetzt, wenn der Fall 30 oder 40 Jahre alt ist? Gibt es dann den Pom Schulze, den Polizeiobermeister Schulze überhaupt noch, der damals die Zigarettenkippen ins Tütchen gesteckt hat? Oder ist der nicht längst verstorben? Ja. Also, ne, deswegen stelle ich mir so ein bisschen die Frage, sagt man dann einfach, passt schon, wenn man den nicht mehr fragen kann? Wird schon stimmen, wie die Probe damals gesichert wurde? Oder fragt man da mal genauer nach? Also, ich will damit einfach nur sagen, ja, das klingt erstmal so überzeugend. Wir haben eine DNA-Probe und das muss doch dann irgendwie zu einem neuen Verfahren führen. Aber ob das wirklich der Rechtsstaatlichkeit dient, das ist zumindest nicht klar. Und es gibt noch ein zweites Problemfeld. Beispiel Alibi. Genau. Was ist denn, wenn der Beschuldigte sagt, klar, ich war da vor Ort. Das kann schon sein, dass das meine Kippe war. Aber das war nachmittags mit meinem Kumpel. Kann sich dann dieser Kumpel 20, 30, 40 Jahre später noch daran erinnern, dass er an diesem Tag tatsächlich vor Ort war? Ja.
Oder schlägt dann nicht bei einem so alten Fall dieser Alibi-Beweis quasi notwendig fehl? Ich will damit nur sagen, diese erweiterte Wiederaufnahme führt eben nicht notwendigerweise dazu, dass man tatsächlich der Gerechtigkeit dient, sondern dieses Gesetz erhöht jedenfalls auch die Wahrscheinlichkeit tragischer Fehlurteile. Ja, wahrscheinlich könnte es ja auch sein, dass vielleicht Staatsanwaltschaften und Gerichte eher mal auch zu Urteilen kommen, weil sie wissen, naja, wenn noch was Neues auftaucht, dann machen wir das halt nochmal. Du meinst, dass sie dann einfach sagen? Ja, dass die Hürde niedriger ist, um zu sagen, ja, wir klagen ihn jetzt mal an. Ja. Und das Gericht sagt, ja, wir nehmen das mal an und vielleicht auch im Urteil so, vielleicht machen wir das jetzt einfach erstmal, okay, und wenn es halt nicht reicht, dann sprechen wir ihn frei, weil wenn was Neues auskommt, dann machen wir es halt nochmal. Das wäre ehrlich gesagt natürlich eine besonders tragische Folge, wenn das jetzt zu weniger, weniger Sorgfalt in der Justiz führen würde. Da würde ich sagen, die Binnenlogik in der Justiz wird eher dazu führen, dass man das nicht tut, weil ja auch der Ressourcenaufwand enorm ist. Ne? Also so eine Schulgerichtsverhandlung, die belastet ja die Justiz auch enorm. Ich würde davon ausgehen, dass sowohl die Staatsanwaltschaften als auch die Gerichte jetzt nicht vorschnell irgendwelche Anklagen erheben, /Verfahren zur Hauptverhandlung zulassen, wenn sie nicht tatsächlich den Eindruck haben, dass das auch für eine Verurteilung reicht. Also da würde ich sagen, das wird hoffentlich eher nicht passieren. Aber klar, natürlich theoretisch denkbar wäre auch das. Ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dieses Problem ist außerordentlich komplex und ich persönlich, so viel als Transparenzhinweis, war dazu auch mit in einer Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages, habe da Stellung genommen für die GFF. Ansonsten ist die GFF da aber nicht beteiligt an dem Ganzen. Dieses Thema ist noch nicht ganz durch, sondern jetzt wird es, haben wir eingangs gesagt, nochmal im Bundesrat beraten. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es so, dass der Rechtsausschuss des Bundesrats am 1. September darüber berät. Die endgültige Entscheidung im Plenum soll dann wohl am 17. September fallen. Der Bundesrat könnte noch den Vermittlungsausschuss anrufen. Das Gesetz ist also nicht zustimmungspflichtig. Und dann wäre es aber für diese Legislatur durch. Ne? Genau, da gibt es ja den sogenannten Diskontinuitätsgrundsatz. Das heißt also, ein Gesetz, das der Bundestag beschlossen hat, das muss auch noch bis der neue Bundestag zusammentritt durch den Bundesrat. Sonst ist es tot und müsste vom Bundestag neu beschlossen werden. Außerdem kleiner Programmhinweis, wenn wir euch mit unserer Diskussion Lust gemacht haben auf dieses Thema, es soll wohl auch am 1. September dazu eine Podiumsdiskussion geben. Die hat maßgeblich Ulrich Schellenberg organisiert, ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Anwaltsvereins. Transparenzhinweis auch an dieser Stelle. Der hat als Notar immer mal wieder was für die GFF beurkundet. Ja, und ein Kollege von mir von der GFF ist auch auf dem Panel. Aber wie gesagt, ist ausdrücklich kein Fall der GFF bisher. Ihr habt es ja vielleicht auf Twitter gelesen, wir haben es vorhin auch angekündigt und schon erwähnt, wir haben ein Interview mit Annalena Baerbock gemacht, ihres Zeichens Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl im September. Ganz kurz nur der Hinweis, Philipp, wir haben selbstverständlich auch die anderen beiden Leute, die quasi ernsthaft Anspruch erheben aufs Kanzleramt, gefragt und eingeladen. Vom Team Laschet kam, das haben wir vor Wochen angefragt, gar nichts, keine Zeile-Reaktion soweit. Vom Team Scholz kam grundsätzliches Interesse, da sind wir gerade in Terminverhandlungen, also mit etwas Glück wird es auch noch ein Interview mit Olaf Scholz geben. Mir war nur ganz wichtig der Hinweis, wir haben selbstverständlich alle drei gleich behandelt. Ja, ich fand das ganz interessant, einfach auch mal da hinzufahren. Also Annalena Baerbock tourt ja in einem Tourbus. Normalerweise Madonna, Rolling Stones, weiß nicht, wer das sonst so nutzt. Sting, also große Künstlerinnen nutzen diese Dinger, um durch die Republik zu touren. Nun also Annalena Baerbock und ihr Team ist so ein Doppeldecker und unten ausgebaut für so einen Sitzplatz. Ja, also eher so die Journalisten-Lounge. So ein Gastding, ja. Ja, also vier Sitzplätze und zwei auf der Seite und vorne halt der Fahrer. Dann geht man halt hoch in den ersten Stock und da ist dann im Hinterteil so eine Art Schlafkabuff, das haben wir nicht gesehen. Dann gab es halt in der Mitte so Arbeitsplätze, so sechs vielleicht, irgendwas in der Richtung. Da saß das Team Baerbock, Social Media, Fotograf Presse, und sowas. Und ganz vorne drin, oben vorne ist so ein Besprechungsraum mit, glaube ich, sechs Sitzplätzen, die sich gegenüber sind, jeweils drei. Gibt es auch ein Foto in den Shownotes und da haben wir dann unser Podcast-Equipment aufgebaut und auf der Fahrt von Passau nach Regensburg mit Annalena Baerbock eine Stunde gesprochen. Ganz genau. War einfach ganz interessant. Die sind damit wirklich unterwegs und am Ende sind wir dann wir sind am Ende in Regensburg angekommen und ja, da warteten dann auch wie 1500 irgendwie Leute oder sowas. 1500 bis 2000 so. War ein großer freier Platz, auf dem so eine grünen Wahlkampfveranstaltung stattfand. Genau. Und das war einfach ganz interessant zu sehen. Baerbock ist dann ausgestiegen. BKA und so war natürlich dann auch mit dabei. Und dann kamen wir da wirklich auf die Minute genau an und Annalena Baerbock wurde angekündigt und sprang dann auf die Bühne und legte los. Sag ja selbst,
Liebe Annalena, herzlich willkommen in Regensburg. Es ist wunderbar, dass du da bist. Mitkommen ohne Corona, wo wir dann in der Stadt noch mal so eine schöne Town Hall machen können. Trotzdem vielen, vielen Dank für die Einladung. Also ich glaube, was wir da mitbekommen haben, das ist schon echter Knochenjob. 2, manchmal 3 von diesen Dingern am Tag, dazwischen viel Busfahren vor allen Dingen. Also das ist schon nicht ganz unanstrengend, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und dieses Interview, das gibt es für euch zu hören in der nächsten Woche. Und wir hatten ja auf Twitter auch schon angekündigt, dass dieses Interview in der Pipeline ist. Und dementsprechend war eine Frage von uns an Annalena Baerbock. Wir haben vorher rumgefragt hier bei Twitter, ne? Annalena Baerbock Interview, was interessiert euch? Und eine Sache, die sich wirklich durch Dutzende Tweets gezogen hat, war, wie stellen wir sicher, wie können wir eigentlich sicher gehen, wenn wir die Baerbock wählen und die Grünen wählen, dass wir nicht dafür sorgen, dass die Union weiter an der Regierung bleibt? Ja, ihr Lieben. Und die Antwort, die gibt's dann nächste Woche hier auf diesem Programm. Genau. In der Lage der Nation mit dem Interview von Annalena Baerbock. Genau. Wir lassen euch jetzt mal hier mit dieser wunderschönen Lindenstraßen-Cliffhanger, die Folge ist vorbei, Musik, ins Wochenende taumeln. Nein, ganz noch nicht. Wir haben noch ein bisschen was für euch vorbereitet und dazu kommen wir gleich. Das war eine Aufnahme von einer VHS und dementsprechend auch mit einem knackigen und rauschigen Ende. Wir schulden euch noch ein bisschen Feedback bzw. Antwort auf Feedback. Wir hatten ja in der letzten Folge war es berichtet über dieses sehr bemerkenswerte Verhalten und vielleicht sehr weitreichende Scheitern der Grünen im Saarland. Ja, ganz genau. Ne? Ihr habt es mitbekommen, es wird keine grünen Landesliste im Saarland geben bei der Bundestagswahl. Man wird also im Saarland mit der Zweitstimme nicht grün wählen können. Wir haben die Vorgänge da, die dazu geführt haben, dass letztlich der Bundeswahlausschuss diese Liste endgültig nicht zugelassen hat zur Bundestagswahl, haben wir berichtet in der vergangenen Woche. Und da gab es jetzt noch Feedback, insbesondere in unserem schönen Lageforum unter talk.lagedernation.org. Und Kern der Diskussion war da, dass wir die Person des Kandidaten nicht hinreichend gewürdigt hätten, der da zwischenzeitlich mal auf Platz 1 der Landesliste stand, wobei dann aber eben diese wohl gültig zustande gekommene Landesliste doch wieder gecancelt wurde. Da gab es insbesondere diese Kritik, dass der eben sehr, sehr machtgeil sei, dass dieser Mensch den Landesverband Saarland der Grünen quasi im Griff habe. Manche werfen ihm sogar mafiöse Methoden vor. Und da muss man ganz klar sagen, maybe, kann alles sein. Aber dann dürft ihr den nicht wählen. Ihr könnt ihn nicht einfach ausschließen, nur weil er machtgeil ist. Eben, der Punkt ist, der Mann kriegt ja offensichtlich Mehrheiten. Ne? Auch auf diesem Nominierungsparteitag hat er ja mit demokratischen Mitteln eine Mehrheit errungen. Also ganz ehrlich, liebe Grüne, dann müsst ihr eben einfach die Mehrheiten im Saarland verändern. Was jedenfalls nicht geht, ist, die Leute aus seinem Kreisverband mit irgendeiner doch etwas windigen Entscheidung aus der Landesdelegiertenkonferenz rauszukegeln. Und da wiederum setzt dann quasi ein zweites Feedback ein. Da heißt es dann, Leute wurden nicht ausgeschlossen, weil der gute Mann machtgeil ist, sondern weil bei der Nominierungsversammlung in Saarlouis, ja, wo diese 49 später ausgeschlossenen Delegierten gewählt wurden, eben keine Zuschauer zugelassen worden sind. Dazu muss man sagen, ja, das ist tatsächlich so gewesen. Da gab es eine Nominierungsversammlung, wo jedenfalls mit der Begründung Corona nur stimmberechtigte Personen zugelassen wurden, aber keine Beobachter oder Beobachterinnen, die nicht stimmberechtigt waren. Und das wiederum verstößt wohl irgendwie auch gegen das Parteistatut der Grünen. Ja, eigentlich müssen bei so einer Versammlung auch Gäste zugelassen werden, um eben für Transparenz zu sorgen. Und das war dann auch tatsächlich der Grund / der Vorwand des Bundesschiedsgerichts der Grünen, weswegen die 49 Delegierten bei der zweiten Listenaufstellung nicht mitstimmen durften. Dieses Argument allerdings, ja, also fehlende Transparenz bei der Wahl der Delegierten, deswegen Ausschluss. Dieses Argument haben aber ja gerade die Wahlausschüsse im Land und im Bund nicht mitgemacht.
Denn das ist zwar ein formaler Verstoß gegen die Regeln für die Wahl solcher Delegierten, ja, aber das ist noch kein Grund, gleich alle Delegierten auszuschließen von der Wahl. Wenn überhaupt, hätte man sagen können, wir müssen einfach die Delegierten neu wählen. Das aber hätte nicht mehr funktioniert, weil dann die Frist zur Meldung einer Landesliste nicht mehr einzuhalten war. Und deswegen sagten die Wahlausschüsse im Land und im Bund, ja, ein formaler Verstoß, aber kein Grund, gleich alle auszuschließen. Denn mag ja sein, dass es ein formaler Fehler war bei der Wahl der Delegierten, aber wenn sie nicht mitstimmen können, ist das ein viel gravierenderes Problem. Und ich würde jetzt, das ist natürlich jetzt so ein bisschen eine juristische Spitzfindigkeit, ich würde zum Beispiel auch mich nach dem Sinn und Zweck fragen, weswegen eine solche Listenaufstellung eben auch öffentlich sein muss für Menschen, die nicht mitstimmen dürfen. Da geht es eben, wie gesagt, um Transparenz. Und da ist ja die Frage, führte dieser Ausschluss dazu, dass die Transparenz nicht mehr gewährleistet war? Ich würde denken, bei so vielen Menschen, die da mitstimmen können, bei irgendwie über 700 Stimmberechtigten, wie viel jetzt da waren, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da ist dieses Problem mit der Transparenz eher ein theoretisches, wenn da tatsächlich irgendwas gemauschelt worden wäre. Das wäre schon irgendwie rausgekommen. Insofern ist dieses Argument ja formaler Verstoß, aber jedenfalls vom Sinn und Zweck her, es ist ganz sicher nicht die richtige Methode, das zu korrigieren, indem man diese Delegierten komplett ausschließt. Wie gesagt, das sahen ja auch die Wahlausschüsse auf Landes- und Bundesebene so. Insofern würde ich denken, die Entscheidung ist richtig. Das haben übrigens auch viele Menschen, die uns Feedback gegeben haben, eingeräumt, dass es im Ergebnis aus grüner Sicht traurigerweise schon okay ist, dass es jetzt keine grüne Landesliste gibt. Ich finde ehrlich gesagt, diese Details der Berichterstattung auch jetzt in der nachträglichen Betrachtung des Problems nicht so wichtig. Ich finde eigentlich, dass unsere Darstellung da an dieser Stelle zwar die Sache verkürzt hat, aber ich finde, das sind Details, die wir aus gutem Grund weggelassen haben. Wir hatten die natürlich gelesen auch letzte Woche. Ich muss gestehen, ich finde das nach wie vor journalistisch eigentlich richtig, das nicht in die letzte Konsequenz durchzudeklinieren. Nee, hätte das Ganze völlig verwirrend gemacht. Und letztlich an der Sachlage und an der Geschichte und an dem Problem der Geschichte nicht viel geändert, sehe ich auch so. Aber trotzdem, da es jetzt so viele Leute moniert haben, finde ich es okay, das hier nochmal aufzugreifen. Ja, und vor allem wollte ich nochmal ganz herzlich Danke sagen für das Feedback. Ne? Ich meine, es ist ja einfach, auch wenn wir im Ergebnis finden, dass es okay, weil wir es gemacht haben, ist es ja einfach total wertvoll, dass Menschen sich hinsetzen und im Forum schreiben, hey Mensch, Philipp und Ulf, folgende Ergänzung. Also ich finde das ganz toll und ich möchte ausdrücklich alle Menschen ermutigen, das auch in Zukunft so zu machen. Wenn ihr den Eindruck habt, da fehlte was, da war ein Aspekt wichtig, den ihr nicht betrachtet habt, schreibt es ins Forum. Wir haben das ja eingerichtet unter talk.lagedernation.org. Wir lesen das alles und freuen uns da über eure Sicht der Dinge. Du hast noch eine Stellenausschreibung. Ja, ganz genau. Das ist sogar ein bisschen mehr als eine Stellenausschreibung. Also die GFF, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, deren Vorsitzender ich ja bin, hat gerade eine Stelle ausgeschrieben, Projektleitung für ein Projekt namens Digitaler Gewaltschutz. Und das ist ein bisschen mehr als eine Stellenausschreibung, weil es zugleich so ein Stück weit ein Follow-up ist zu einem Thema, das wir auch in der Lage schon öfters hatten. Hier geht es nämlich um das Thema Hass im Netz. Das haben wir ja beispielsweise an der Person Renate Künast diskutiert, die ja insbesondere auf Facebook immer wieder sehr hart angegriffen wird. Aber Philipp, Hass im Netz ist ja generell ein massives Problem. Ja, klar. Es gibt Beleidigungen, Bedrohungen, Volksverhetzungen. Gerade Frauen und Angehörige von Minderheiten haben darunter zu leiden. Dann gibt es natürlich das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Haben wir auch schon oft drüber geredet. Bringt wenig. Netzwerke löschen ja, aber das kommt in aller Regel zu spät. Und die Leute können ja dann einfach auch weiter im Netz Hass verbreiten, wenn irgendwelche alten Posts gelöscht sind. Hindert sie das nicht daran? Die Strafverfolgung gleichzeitig klappt auch nicht so richtig. Die wenigsten Anzeigen führen auch wirklich zu einer Sanktion. Manche Strafverfolger denken, liegt an der Anonymität, stimmt aber nicht. Auch wenn man weiß, wem der Account gehört, kann man sich recht einfach rausreden, so nach dem Motto, mein Account wurde gehackt, mein Hamster war es, keine Ahnung, WG, hier und da. Da gibt's also mehrere Möglichkeiten, sich quasi rauszureden, obwohl das unter einem Klarnamen-Account stattfand. Und wir hatten deswegen, genau, weil eben das NetzDG wenig bringt, weil Strafverfolgung so lückenhaft ist, weil man sich so leicht rausreden kann, hatten wir in der Lage schon öfter mal eine einfache Lösung für dieses Problem vorgeschlagen, nämlich ein gerichtliches Sperrverfahren gegen Accounts, mit denen regelmäßig Straftaten begangen werden. Der Vorteil ist dann eben, dann kommt es nicht mehr darauf an, welcher Mensch verantwortlich war, sondern dann sagt man, okay, dieser Account wird eben verwendet, um Hass im Netz zu verbreiten. Also kann ein Gericht diesen Account zeitweilig oder insbesondere im Wiederholungsfalle auch dauerhaft sperren lassen, einfach um zu verhindern, dass dieser Account als digitaler Schlagstock eingesetzt wird. Aber man muss ehrlich sagen, die Politik kommt bei diesem Vorschlag nicht so richtig in die Puschen. Der hat immerhin jetzt seinen Weg gefunden ins Grünen-Wahlprogramm, aber das ist bislang jedenfalls nicht konkret geworden. So,
Und deswegen freue ich mich sehr, dass die Gesellschaft für Freiheitsrechte jetzt Geld eingeworben hat von der Alfred Landecker Stiftung, um eine konkrete Strategie und einen Gesetzentwurf zu entwerfen. Und diese Stelle ist jetzt gerade ausgeschrieben und wir hoffen so ein bisschen, dass unter den Hörerinnen und Hörern der Lage kompetente JuristInnen sich finden, am besten mit so ein bisschen Erfahrung im politischen Berlin und oder auch mit Erfahrung als Rechtsanwalt oder als Rechtsanwältin. Das finde ich auch großartig, um eben bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte dieses Projekt digitaler Gewaltschutz voranzutreiben. Nähere Infos findet ihr unter freiheitsrechte.org/jobs. Die Adresse wie immer auch in den Shownotes. Werbung. Hallo, Philipp ist hier. Ich wollte euch an dieser Stelle mal auf einen Podcast von mir hinweisen. Das Interview mit Philipp Banse. Gespräche gibt's da zu Themen unserer Zeit. Die Moderatorin Anne Will zum Beispiel erzählt, wie sie ihre Talkshow plant und produziert. Also es gibt Themen, die ich nicht gut kann. Luisa Neubauer von den Fridays for Future berichtet aus dem Leben einer der bekanntesten und sichtbarsten Klimaaktivistinnen hierzulande. Und der Klimaforscher Stefan Rahmstorf sagt, was er macht, wenn er mal nach Australien fliegt. Gerade läuft eine Reihe über Julian Assange, den Publizisten und Gründer von WikiLeaks, der ja, wie ihr vielleicht wisst, in London im Knast sitzt, weil die USA ihn für immer einsperren wollen. My name is John Shipton, I'm Julian Assange's father. Im aktuellen Interview rede ich mit John Shipton, dem Vater von Julian Assange. Wie war Julian Assanges Kindheit? Was treibt ihn an? Wie haben ihn die letzten Jahre im Knast verändert? Das Interview mit Philipp Banse unter dasinterview.org oder überall, wo ihr Podcasts hört. Werbung. Und damit sind wir für diese Woche mal wieder am Ende. Zeitlich, aber auch körperlich ein bisschen bei der Hitze hier. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören, für euer Interesse, für euren Enthusiasmus, auch für eure Kommentare, für eure Diskussionen im Forum und für das Engagement. Ja, und wie gesagt, auch dafür, dass ihr euch das hier immer so reintut und ja, ist ja auch manchmal ein bisschen komplex und langwierig und so, dass ihr euch das wirklich gebt und euch versucht da auch ein bisschen zu informieren, um mitreden zu können. Ja, das ist auch mir eine große Freude. Wir kriegen auch immer wieder Feedback, dass Menschen sich durch uns irgendwie begonnen haben, politisch zu engagieren, dass sie einer demokratischen Partei beigetreten sind und so. Das ist ehrlich gesagt für mich mit das schönste Feedback, wenn wir tatsächlich euch Lust machen können, mitzugestalten in unserer Demokratie. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Wenn ihr Lust habt, empfiehlt die Lage gerne weiter. Wie gesagt, sagt bitte immer dabei, Lage der Nation. Ja, gibt jetzt ja noch so ein paar andere Podcasts. Lage der Nation heißen wir und in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und bis bald. Tschüss und tschüss.